Ja, einen wunderschönen guten Abend, sehr geehrter Herr Professor Kreuzer, sehr geehrter Herr Dr. Dittmar, Herr Professor Ringe, Herr Professor Nagel, lieber Herr Professor Göke, sehr geehrte Frau Kurt und meine Damen und Herren, die Sie hier heute Abend zusammengekommen sind im großen Festsaal unseres Rathauses. Grenzenlos gesund? Fragezeichen. Wieder so ein faszinierendes, großes und sehr grundsätzliches Konferenzthema der Hamburger Horizonte. Krankheit kennt keine Grenzen. Erreger machen nicht an Schlagbäumen Halt. Krebs unterscheidet nicht zwischen arm und reich, berühmt und unbekannt. Unfallfolgen können jung und alt treffen. Erbkrankheiten jede und jeden. Gesundheit hat also Grenzen. Der Wissenschaft gelingt es, diese immer weiter zu verschieben. Aber wie ist es mit unseren finanziellen Grenzen, den Grenzen der Solidarität? Damit ist die Spannbreite der diesjährigen Hamburger Horizonte abgesteckt. Von der Infektionsforschung über die Biotechnologie bis hin zur Gesundheitswirtschaft. Und ich möchte Sie nochmals im Namen des Senats der Freien und Hansestadt Hamburg ganz herzlich zu dem Auftakt der diesjährigen Konferenz hier begrüßen. Sehr geehrte Gäste, die Konferenzreihe Hamburger Horizonte ist eine Gemeinschaftsveranstaltung der Akademie der Wissenschaften, der Körberstiftung, der Universität Hamburg und der Wissenschaftsbehörde. Und ich freue mich sehr, dass es den Organisatorinnen und Organisatoren erneut gelungen ist, ein so anspruchsvolles Programm mit hochkarätigen Gästen zusammenzustellen. Denn mit den Hamburger Horizonten wollen wir zugleich umsetzen und deutlich machen, welchen Anspruch wir mit dem jüngst gegründeten Wissenschaftskolleg Hamburg Institute for Advanced Study, kurz HIAS, verfolgen. Wir wollen, dass dort an den Grenzen und über die Grenzen der Wissenschaft geforscht und diskutiert wird, mit der Wissenschaft und mit der Öffentlichkeit. Und kaum ein Thema macht das so deutlich wie das Thema Gesundheit. Das HIAS soll künftig exzellente nationale und internationale Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, aber auch Persönlichkeiten aus Kunst, Musik, Gesellschaft nach Hamburg einladen, damit sie konzentriert und interdisziplinär an drängenden gesellschaftlichen Fragestellungen forschen. Und der offene Austausch und Dialog stehen dabei im Vordergrund. Dass HIAS so eine zentrale Rolle für die Wissenschaftsmetropole Hamburg spielen, deren internationale Sichtbarkeit noch weiter erhöhen und ihre Attraktivität weiter erheblich steigern. Natürlich geschieht das bereits. Sie war ein wesentlicher Baustein der Bewerbung der Universität Hamburg als Exzellenzuniversität und hat sicher auch einen großen Teil zu ihrem Erfolg beigetragen. Die kooperative Konzeption des HIAS stößt in der Wissenschaft und in der Wissenschaftspolitik, das spüren wir immer unmittelbar, auf großes Interesse. Liebe Gäste, das HIAS ist gegründet als eingetragener Verein und nimmt weiter Fahrt auf. Mitglieder sind die Akademie der Wissenschaften, die Universität Hamburg, die Technische Universität Hamburg, die Hochschule für Bildende Künste, die Hochschule für Musik und Theater Hamburg, die Helmut-Schmidt-Universität, die Hafen-City-Universität und die Bucerius Law School. Ein Vorstand wurde berufen, ein Präsidium legitimiert und ich freue mich sehr, dass die dritten Hamburger Horizonte im Beisein von HIAS-Präsident Professor Dr. Wolf-Georg Ringe stattfinden können, Direktor des Lehrstuhls für Law and Economics an der Universität Hamburg. Herzlich willkommen, Herr Professor Ringe. Und er wird auch gleich in das Konferenzthema einführen. Außerdem mit heute dabei der Vorstandsvorsitzende, Herr Professor Dr. Ed Bringsma, der Präsident der Technischen Universität Hamburg, die kommissarische Generalsekretärin Dr. Anna Neubauer und die wissenschaftliche Referentin Dr. Sonja Gräber-Magossi. Sie treiben mit sehr viel Werf den Aufbau der Geschäftsstelle voran und dafür sind wir Ihnen außerordentlich dankbar. Wir sind mit Stiftungen im Gespräch, in welcher Form Sie sich inhaltlich und finanziell am HIAS beteiligen möchten. Und auch hier freue ich mich sehr und bin sehr dankbar für das Interesse und vor allem die Begeisterung, auf die das HIAS bei den Akteurinnen und Akteuren der Hamburger Wissenschaft stößt.
Seit März befasst sich das Präsidium mit der Fellow-Auswahl und nach der derzeitigen Planung sollen im nächsten Herbst die ersten Fellows nach Hamburg kommen. Und jetzt gleich und am morgigen Tag werden hervorragend ausgewiesene Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler über die Grenzen der Gesundheit diskutieren, über die Dichotomie zwischen dem, was medizinisch machbar und wünschenswert und dem, was gesundheitspolitisch bezahlbar ist, über die Globalisierung von Infektionskrankheiten und die Evolution von Krankheitserregern in Zeiten des Klimawandels und über die Chancen und Risiken der Digitalisierung in der Medizin sowie über die Frage, wohin die Medizin der Zukunft steuert, konsentierte gesundheitliche Standards für alle oder Hyperoptimierung für die, die es sich leisten können. Das sind zentrale Themen und Fragen, die wir nur im Zusammenspiel zwischen Wissenschaft und Gesellschaft klären können und die die Gesellschaft immer wieder neu für sich verhandeln muss. Das Hamburg Institute for Advanced Study und die Hamburger Horizonte sind, und das zeichnet sich bereits ab, die intellektuellen Begegnungsorte, an denen diese Auseinandersetzung in Hamburg stattfindet. Und ich freue mich sehr, dass wir für die beiden Konferenztage der Hamburger Horizonte herausragende Persönlichkeiten aus Wissenschaft und Gesellschaft gewinnen konnten. Und darunter als Keynote-Speaker des heutigen Eröffnungsabends Herrn Professor Dr. H.C. Eckhardt-Nagel von der Universität Bayreuth. Ein äußerst vielseitiger Mediziner, Medizinmanager, Gesundheitswissenschaftler und neben vielen anderen waren Sie mehrmals Mitglied des nationalen bzw. deutschen Ethikrats. Ein herzliches Willkommen bei uns hier in Hamburg. Liebe Gäste, ich will nicht vorgeben, selbst einen wissenschaftlichen Beitrag zu dieser komplexen Thematik leisten zu wollen. Aber als Wissenschaftspolitikerin und Mensch erfahre ich häufig, wie sehr das Thema Gesundheit den Menschen an seine Grenzen bringt, sowohl das Individuum als auch die Gemeinschaft. Und bei jeder Medizinpreisverleihung etwa geht es um unsere physischen Grenzen und deren Verschiebung. Gerade erst vor 2 Wochen bei der Verleihung des Hamburger Wissenschaftspreises durch die Akademie der Wissenschaften an eine Medizinerin mit dem Forschungsgebiet der angeborenen seltenen Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen oder beim Forschungspreis der Hamburger Krebsgesellschaft oder beim Körberpreis für europäische Wissenschaften im Jahr 2016 beispielsweise für Stammzellforschung. Und als Kuratoriumsvorsitzende unseres Universitätsklinikums das Hamburg-Eppendorf des UKEs erlebe ich, wie darum gerungen wird, diese Grenzverschiebungen, diese Errungenschaften der medizinischen Forschung den Patientinnen und Patienten zugutekommen zu lassen und dabei profitabel zu arbeiten. Und bei den Digitalisierungsprojekten in der Medizin bin ich fasziniert von den Chancen, die sich durch künstliche Intelligenz abzeichnen und fest entschlossen, diese ergreifen und zu fördern. Und wir haben jetzt einige Gemeinschaftsprojekte in Hamburg und Schleswig-Holstein, die da sehr vielversprechend sind, auch in der Kooperation. Und bei all dem wird immer deutlich, es ist ein schmaler Grat zwischen Gesundheit und Krankheit, zwischen dem Primat der individuellen Gesundheit und dem des gesellschaftlich Leistbaren. Nirgends sonst werden die Grenzen des Menschseins und der Gesellschaft so deutlich wie beim Sprechen über Gesundheit. Beide, Medizinforschung und Gesundheitsversorgung, zielen letztlich darauf ab, unsere Vergänglichkeit zu managen und unsere Mitmenschlichkeit zu organisieren. Über Gesundheit sprechen heißt darüber zu sprechen, in welcher Gesellschaft wollen wir leben und in welcher Gesellschaft leben wir. Und ich denke, größer und grundsätzlicher geht es nicht. Die Hamburger Horizonte verhandeln in diesem Jahr die Conditio Humana. Ich danke allen, die an der Konzeption, die an der Planung dieser spannenden Konferenz beteiligt waren und sind. Nochmals der Akademie der Wissenschaften in Hamburg, der Universität Hamburg, der Körber-Stiftung, allen Referentinnen und Referenten, Diskutantinnen und Diskutanten und auch unserer heutigen Moderatorin. Und jetzt wünsche ich Ihnen und uns 2 spannende Konferenztage und gleich im Anschluss an die heutigen Vorträge und Diskussionen einen stimmungsvollen Senatsempfang. Vielen Dank.
Sehr verehrte Frau Senatorin Fegebank, sehr geehrter Professor Kreuzer, Herr Dr. Dittmer, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste der Hamburger Horizonte. Ich freue mich hier im Namen der Initiatoren der Hamburger Horizonte, das diesjährige Thema ein bisschen vorzustellen. Und ich möchte zugleich nicht nur das Thema vorstellen, sondern ein bisschen auch, Frau Fegebank hat es schon gesagt, das HIAS vorzustellen. Das Hamburg Institute for Advanced Study ist diesmal das erste Mal offizieller Mitausrichter dieser Tagung. Wir freuen uns, dass wir diese prestigeträchtige Tagung mit als Gastgeber betreuen können. Das HIAS, das Hamburg Institute for Advanced Study, ist im besten Sinne des Wortes grenzenlos gesund. Es ist eine Einrichtung, die durch wissenschaftlichen Austausch nämlich Grenzen überwinden will und neue wichtige Erkenntnisse verspricht. Das HIAS will wirklich Spitzenforscher aus aller Welt nach Hamburg holen und wir wollen die hier für ein paar Monate in der Stadt haben, mit der Wissenslandschaft hier vernetzen und eben auch mit der Stadt Hamburg verknüpfen. Es überschreitet wirklich in mehrfacher Hinsicht Grenzen, einmal international, weil wir wirklich international ausgerichtet sind, zweitens disziplinär, weil wir interdisziplinär arbeiten wollen und diese teilweise rein formal bestehenden Grenzen zwischen Fachdisziplinen überwinden wollen. Und drittens gesellschaftlich, indem wir bewusst den Dialog zwischen Spitzenforschung und Gesellschaft suchen. Die Hamburger Horizonte sind, finde ich, ein hervorragender Beleg für die Möglichkeit, einen solchen Dialog zu etablieren. Und wir freuen uns, dabei zu sein. Vielleicht ein paar Worte zum Stand der Dinge. Das HIAS wurde dieses Jahr gegründet und hat seinen Betrieb aufgenommen. Es ist eine Art Joint Venture zwischen den verschiedenen Wissenschaftseinrichtungen der Stadt. Wir haben es gehört. Wir haben aber auch die Hochschule für Bildende Künste und für Musik und Theater dabei. Also wir sind wirklich ein im besten Sinne des Wortes breit aufgestellter Verein. Das Präsidium, das ich leite, freut sich, mitteilen zu können, dass wir bereits einige Zusagen für namhafte Fellows für das kommende Wintersemester haben, dass wir also davon ausgehen können, dass wir im kommenden Oktober, knappes Jahr von jetzt, die ersten Fellows aus dem In- und Ausland hier präsentieren können. Wir wollen die Namen noch separat vorstellen, aber ich kann bereits verraten, dass wir bisher etwa einen Neurowissenschaftler, einen Staatsphilosophen, eine Biologin, einen Wissenschaftshistoriker sowie eine Philosophin und Sozialwissenschaftlerin gewinnen konnten. In erster Linie ist das HIAS der Spitzenforschung verpflichtet, wie das sich auch für einen exzellenten Wissenschaftsstandort gehört. Aber die Wissenschaft ist kein Selbstzweck. Sie hat den Luxus, manchmal, um sich ein bisschen selbst zu kreisen, ne? Aber sie muss auch in die Gesellschaft getragen werden. Und deshalb wird das HIAS für jeden Gast einen Partnerwissenschaftler in Hamburg finden und benennen, die sozusagen als Gastgeber fungieren. Und wir werden auch die Fellows mit der Stadt und mit der weiteren Gesellschaft verknüpfen. Und da sind wir wieder bei den Hamburger Horizonten. Ich finde ein Format, das das hervorragend verkörpert. Wissenschaft, davon bin ich überzeugt, muss sich öffnen. Es ist unsere Aufgabe, den Dialog zu suchen, Debatten zu versachlichen, über Herausforderungen und Chancen von wissenschaftlichen Entwicklungen aufzuklären. Das Wort der Wissenschaftskommunikation ist ja derzeit in aller Munde. Und ich glaube, es gab gerade letzte Woche ein Grundsatzpapier zu dieser Frage aus dem BMBF. Ich finde, das ist in unserer heutigen Zeit von Populismus und Emotionen in der Politik ein ganz, ganz wichtiges Stichwort. Denn wir sind als Wissenschaft aufgefordert, klar Stellung zu beziehen. Glauben Sie mir, wir tun das. Wir sind zumindest bemüht, es zu tun. Ich finde, es gibt viele Kollegen, die sich mittlerweile aktiv in gesellschaftliche Debatten einschalten und Stellung beziehen. Viele Kollegen sind mittlerweile in sozialen Medien unterwegs und streuen Forschungsergebnisse über neue Kanäle. Etwas, das in der Wissenschaft lange völlig verpönt war. Ja. Viele andere Formate, Kommunikationswege haben sich entsprechend als wichtige Aufgabe im deutschen Wissenschaftssystem etabliert und professionalisiert, denn Wissen, das nicht kommuniziert wird, ist letztlich keines. Ich finde, wir müssen noch weitergehen, wir müssen noch mehr tun. Erkenntnis lebt eben vom Dialog, vom Dialogischen, von der Verbreitung. Es ist eben auch nicht nur so, dass die Gesellschaft der Wissenschaft lauschen sollte. Nein, es muss auch andersrum gehen. Die Wissenschaft findet im Zuhören bei den Bedürfnissen der Gesellschaft ihre tiefere Rechtfertigung.
Und das bedeutet, dass eben Dialog nicht nur einseitig funktionieren kann als Einbahnstraße, also nicht nur Mitteilung von Forschungsergebnissen in die eine Richtung, sondern wir müssen über die Gestaltung von Chancen und dem Angehen zukünftiger Herausforderungen auch uns als Gesellschaft verständigen. Und wir hoffen, dass die Hamburger Horizonte zu dieser Verständigung etwas beitragen können. Die Konferenzreihe Hamburger Horizonte, die in diesem Geist organisiert wird, ist ebenfalls grenzenlos gesund. Sie findet in diesem Jahr zum dritten Mal statt und ist der Förderung dieses Dialogs zwischen Wissenschaft und Gesellschaft verpflichtet. Sie zeigt nicht nur, wie interdisziplinär die Hamburger Wissenschaft arbeitet, sondern auch, wie der Austausch mit Experten aus Wirtschaft, Politik und Zeitgeschichte Lösungsansätze entwickelt. Die Hamburger Horizonte verstehen sich als eine Plattform, die dieses Dialogische der Wissenschaft in den Vordergrund stellt und gesellschaftliche Perspektiven und Einschätzungen nicht bloß wahrnimmt, sondern aktiv mit einbezieht. Viel ist in den letzten Jahren über den Prozess der Globalisierung und den zunehmenden Bedeutungsverlust von Grenzen, nicht nur im geografischen Sinne gesprochen worden, etwa über globale Ressourcenknappheit und Verteilungskämpfe. Ein wesentlich gesellschaftlicher Bereich bleibt aber etwas außen vor, und das ist oft die Gesundheit. In Umfragen zeigt sich dann aber immer wieder, wie wichtig die Gesundheit für uns alle ist und dass es ein ganz bedeutender Umstand ist in unserer individuellen Lebensqualität. Langes und gesundes Leben ist immer top auf allen Ranglisten in Fragebögen. Die Wissenschaft ist eine, wenn nicht die entscheidende Agentin und Hoffnungsträgerin in diesem Bereich. Die kommenden Entwicklungen im Bereich der Gesundheit gehen aber nicht nur die Wissenschaft etwas an, sondern sind auch zwingend Gegenstand einer gesellschaftlichen Verständigung darüber. In diesem Sinne wollen wir heute mit Herrn Professor Nagel und morgen gemeinsam mit Expertinnen und Experten aus Wissenschaft und Industrie über die kommenden Entwicklungen und Herausforderungen sprechen und auch klären, welche Normen und Werte diese Entwicklung zugrunde liegen und handlungsanleitend sein sollten. Stets im Hintergrund behalten, dass Gesundheit nicht alles ist, aber ohne Gesundheit alles nichts ist. In den morgigen Tag werden wir mit dem Thema grenzenlose Ansteckungsgefahr, Globalisierung und Infektion starten. Die globalisierte Welt sorgt nämlich nicht bloß dafür, dass Waren und Menschen sich relativ frei bewegen können, sondern auch, dass Krankheitserreger auf diesen Reisen teilnehmen können. So ist erst kürzlich die erste über eine Mücke übertragene Westnil-Virus-Erkrankung bei einem Menschen in Deutschland bekannt geworden. Auch wenn dieses Virus durch Zugvögel den Weg nach Europa gefunden hat und auch wenn die großflächige Ausbreitung von Krankheiten kein besonders neues Phänomen ist, viele erinnern sich vielleicht noch an SARS oder Schweinegrippe, so sind die Fragen nach möglichen neuen Infektionswegen, Veränderungen angesichts des Klimawandels oder auch ganz akut wachsende Antibiotikaresistenzen ganz zentrale und brennende Fragen. Im Anschluss daran werden wir uns mit einem Bereich beschäftigen, in dem wahrscheinlich sehr berechtigt große Hoffnungen gelegt werden, der aber ebenso berechtigt auch die Ursache großer Unsicherheit ist: Digitalisierung und Biotechnologie. Auch hier überschreitet die Medizin neue Grenzen, technische Grenzen. Von den überwältigenden Krebserkennungsmöglichkeiten künstlicher Intelligenz liest und hört man allerorten, ebenso von datenbasierter Überwachung einzelner und möglicher Optimierung des menschlichen Erbgutes insgesamt. Was sich zu Teilen wie Science Fiction anhört, ist oft weniger Fiktion und ganz konkrete Realität. Grenzverschiebungen sind hier ganz besonders kritisch, nicht nur, weil das Verhältnis von Patienten zur Ärzteschaft ganz grundlegend verändert wird, sondern auch, weil es sich für einen finanziell ziemlich lukrativen Markt handelt. Es bedarf in diesem Bereich einer ganz grundsätzlichen gesellschaftlichen Debatte darüber, welche Veränderungen akzeptabel sind und wie sich das Verhältnis zwischen technischen Möglichkeiten und dem tatsächlichen Nutzen, also Chancen und Risiken, darstellt. Das dritte und letzte Panel des morgigen Tages behandelt sodann Fragen der Solidarität im Gesundheitswesen insgesamt. Sind wir gut abgesichert? Was für Leistungen sollten von der Kasse für wen übernommen werden? Diese Fragen berühren ganz umfänglich das Verständnis dessen, was wir uns als Gesellschaft für ein Gesundheitssystem geben wollen, wo die Grenzen unserer Solidargemeinschaft liegen. Natürlich wollen wir eine möglichst breite medizinische Versorgung sicherstellen. Aber klar ist auch, wenn jeder berechtigt wäre, jede technisch machbare medizinische Behandlung in Anspruch zu nehmen, dann wären wir als Gesellschaft wahrscheinlich sofort pleite. Wo medizinische Versorgung immer mehr zu einem Konsumgut wird,
wo aber auch immer mehr personalisierte und individualisierte Medizin möglich wird, brauchen wir eine neue Debatte darüber, wie auf der Seite des Gesundheitswesens auf die zu erwartenden Entwicklungen zu reagieren ist. Einige dieser skizzierten Panel-Themen überlappen sich sicherlich. Denken Sie daran, die Digitalisierung oder Technik hat große Auswirkungen auf das geografische Überwinden von Grenzen, wenn etwa aus der Ferne Operationen durchgeführt werden können. Und die finanzielle Seite des Ganzen spielt, glaube ich, immer und überall eine Rolle. Die Themenfelder, denen wir uns widmen werden und die sich abzeichnenden massiven Veränderungen, sind jedenfalls keine Luftschlösser einer irgendwie fernen Zukunft, sondern vollziehen sich im Hier und Jetzt vor unser aller Augen. Viele Fortschrittsversprechen der Medizin spreizen sich auf mit sicherlich ebenso großen Risiken. Wir alle werden von den Veränderungen im Bereich der Medizin und der Gesundheit auf die ein oder andere Weise betroffen sein. Die nachfolgenden Generationen werden ganz selbstverständlich damit aufwachsen. Auch wenn und sogar vielleicht gerade weil die technischen Entwicklungen wohl nicht aufzuhalten sein wird, gibt uns die Gesellschaft, in der wir leben, doch die Möglichkeit, uns einzumischen und Entwicklungen und ihre Anwendungen mitzugestalten. So geht beispielsweise auch der Vorsitzende des Deutschen Ethikrates, Peter Dabrock, davon aus, dass die Welt unserer Kinder durch die Technologie der Genschere geprägt sein wird. Er macht sogar eine Goldgräberstimmung auf diesem Gebiet aus. Wie allerdings die Welt für die nachfolgenden Generationen aussieht, ist weder klar noch determiniert. Dieses Wie ist das Wichtige. Dieses Wie ist neben An- und Gegenentwicklung ein Menschheitsthema, laut Dabrock, dessen Ausgestaltung an uns allen liegt. Wir brauchen also den Dialog mit den Expertinnen und Experten aus der Wissenschaft. Wir brauchen aber auch eine gesamtgesellschaftliche Partizipationsmöglichkeit an den Deutungsvorschlägen der Wissenschaft, ganz besonders im Gesundheitsbereich. Ich freue mich deshalb daher sehr, dass sich die Hamburger Horizonte diesem Jahr diesen schwierigen Fragen stellen. Ebenfalls freue ich mich sehr, dass wir mit Herrn Professor Nagel den Experten für medizinethische Fragen gewinnen konnten, der uns heute Abend einen ganz breiten Überblick über die entscheidenden Weichenstellungen gesellschaftlichen Verwerfungsmöglichkeiten der zukünftigen Gesundheit geben wird. Und ich möchte Sie alle einladen, im Laufe der Tagung Ihre eigenen Grenzen zu überwinden und auf Argumente, Themen und Reflexionen anderer zuzugehen. Gemeinsam mit Frau Nicola Kurt und gemeinsam mit Ihnen wird Herr Nagel im Anschluss an seine Keynote noch einige Fragen vertiefen. Ich übergebe nun an Frau Kurt, die unseren Keynote-Speaker näher vorstellen wird. Uns allen wünsche ich eine ertragreiche und fruchtbare Tagung. Vielen Dank. Guten Abend auch von mir. Guten Abend, liebe Frau Fegebank, Herr Ringe, Herr Nagel, liebe Gäste. Das Motto grenzenlos gesund ist tatsächlich ein wunderbares, und das sage ich Ihnen nicht nur als Medizinjournalistin, wo ich das Thema natürlich sehr spannend finde, sondern auch in den vielen Grenzen, die jetzt gerade schon in den ersten beiden Reden skizziert wurden, denke ich mir, dass bei Ihnen, wie Sie jetzt hier so sitzen und zuhören, sicherlich auch so eigene Assoziationen zu den Grenzfragen durch den Kopf gehen. Also das sind Dinge wie, wie alt werde ich wohl werden oder auch wie weit kann ich laufen, wie hoch kann ich klettern oder will ich noch ein Kind bekommen? All diese Dinge, das sind Dinge an Grenzfragen, die Sie sicherlich sich stellen werden. Und das ist dann direkt auch eines von den morgigen Themenschwerpunkten, wo es eben um die Grenze des Machbaren geht. Forscher haben hier schon oft Grenzen verschoben. Schon heute sind Operationen, Transplantationen oder auch im Bereich der Pränataldiagnostik Untersuchungen möglich, die wir vor einigen Jahren noch für unmöglich gehalten hätten. Und wie weit wollen wir gehen, um ein neues Leben möglich zu machen, um schwere Krankheiten zu verhindern? Neue Grenzen kommen hier ins Spiel. Forscher beschließen Moratorien, um manche Wege erstmal nicht weiterzugehen, fürs Erste. Das geht dann meistens irgendwie weiter. Ethiker mahnen, Kritiker kritisieren, bei Blick auf die künstliche Intelligenz, wo viele Dinge eben auch noch nicht definiert sind, wenn man an Deep Learning denkt, wie funktioniert das, da fehlt dann auch die Transparenz. Grenzen in unserem Leben im Umgang mit Gesundheit sind mannigfaltig. Sie stellen die Gesellschaft immer drängender vor Fragen. Wenn man etwa, welche Interventionen wollen wir realisieren oder mit Blick auf neue Arzneimittel, wie teuer sind die und wollen wir die noch bezahlen?
Zugegeben, in den ersten Ansprachen und auch von mir sind es viele Grenzen, die wir jetzt hier aufgehäuft haben vor Ihnen. Ich freue mich sehr, dass ich mit Professor Nagel gleich einen Keynote-Speaker hier vorstellen darf, der hoffentlich ein wenig Ordnung in die Bereiche links und rechts dieser Grenzen bringen wird. Er hat diese, wie ich finde, unglaublich schwierige Aufgabe übernommen von Professor Dietrich Grönemeyer, der absagen musste, vor einigen Tagen erst. Also nochmal ein großer Applaus nachher an Herrn Nagel. Ich möchte Ihnen noch ein paar Geschichten erzählen über Herrn Nagel. Vieles werden Sie vielleicht schon wissen, manches vielleicht noch nicht. Ja klar, er ist Mediziner, er ist Professor für Medizinmanagement an der Uni Bayreuth. Studiert hat er Medizingeschichte und Philosophie. Erst kam dann die Promotion in der Medizin, später die in der Philosophie, übrigens über Freuds Psychoanalyse und die Philosophie. Dann folgte die Herr Bill in der Transplantationschirurgie, 2010 Ehrendoktorwürde der Theologie in Marburg. Und hier ist wieder eine Grenze erreicht, jedenfalls für einen Journalisten, der sich dann fragt, das kriege ich alles überhaupt nicht in einen Artikel. Und wenn man dann auch noch denkt, welche Auszeichnungen und in welchen vielen Vereinen und Verbänden und Juries Professor Nagel tätig ist, dann ist wirklich die Grenze erreicht. Er hat viele Jahre als Mediziner in leitenden Positionen in Hannover, Augsburg und Essen gearbeitet. Seit 2001 ist er geschäftsführender Direktor des Instituts für Medizinmanagement und Gesundheitswissenschaften der Uni Bayreuth. Er hat sich für viele Stiftungen engagiert, natürlich auch für die Körperstiftung. Er war lange Jahre im Präsidium des Evangelischen Kirchentages 2005, auch als es Hannover war, der Präsident. Die Suche nach verbindlichen ethischen und moralischen Leitplanken nimmt für ihn einen wichtigen Raum ein. Die kontinuierliche Mitarbeit im Deutschen Ethikrat und auch später andersrum im Nationalen Ethikrat zeugen davon. Es geht immer darum, die ethischen Fragen, die sich aus der Forschung stellen, in die Gesellschaft zu tragen, in einen Dialog. Ich freue mich sehr, Herrn Nagel nun ans Rednerpult zu bitten, und es wird so sein, dass wir nach seiner Keynote noch einige Zeit haben, um auch gemeinsam Ihre Fragen zu beantworten, ihm zu stellen. Kommen Sie gern. Dankeschön. Ja. Ja, liebe Frau Kurt, sehr geehrte Frau Senatorin, liebe Frau Fegebank, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich auch, in diesem wunderschönen Saal mit Ihnen zu sein. Nun ist die Aufgabe nicht gerade niedrig gehängt worden. Liebe Frau Fegebank, Sie haben gerade gesagt, es geht um nichts Geringeres als um die Conditio Humana. Und wir haben von Herrn Ringe eine Reihe von Fragen gehört, deren Beantwortung wahrscheinlich nicht nur einen Abend oder einen Kongress, sondern viele Jahre oder Jahrzehnte beinhalten würde. Deshalb will ich versuchen, einige der Gedanken, die heute angesprochen worden sind und die vor allen Dingen morgen mit Expertinnen und Experten vertieft werden, mit Ihnen einmal aufzugreifen und zu überlegen, wo und an welcher Stelle sind sie für uns ermutigend, wo, das hat der Ringe gerade gesagt, sind sie unter Umständen mit Sorge verbunden. Und an welcher Stelle sind sie eigentlich etwas, was uns in dem Kontext trösten kann, der vor uns liegt? Wir sind ja nicht mehr allzu fern vom Jahreswechsel. Und dann wird mit Sicherheit einer der wesentlichen Wünsche, die Ihnen gegenüber gemacht werden und die Sie machen, sein: alles Gute zum neuen Jahr. Vor allem wünsche ich dir Gesundheit. Also, es ist angesprochen worden, das ist sozusagen der zentrale Aspekt, und inwieweit das grenzenlos ist, auch das ist besser oder nicht viel besser als an diesem Ort zu charakterisieren, weil was Krankheit und Grenzen angeht, da müssen Sie nur da oben auf dieses Bild gucken und dann wissen Sie, wie sich Krankheit besonders verbreitet hat, nämlich durch das Treffen von ganz unterschiedlichen Individuen zueinander, die primär mal miteinander wenig zu tun hatten, also die Seefahrer, die in viele ferne Länder gefahren sind und natürlich eine ganze Reihe von Krankheiten mitgebracht haben, die es vorher nicht gab. Kann ich gleich eine Klammer aufmachen, heute ist das kein Thema mehr, kein besonders gravierendes Thema mehr. Das heißt, heute dürfen Sie
Menschen aus anderen Ländern gerne willkommen heißen und sie müssen keine Sorge davor haben, dass sie krank werden. Aber das war mal anders und insofern ist es eigentlich eine wunderbare Zeit, in der wir über dieses Thema diskutieren und eine wunderbare Zeit, in der junge Menschen Medizin studieren oder sich den Naturwissenschaften widmen, weil man wirklich etwas tun kann. Ich habe ja die Ehre, Vorsitzender des Deutschen Studienpreises zu sein, der sich mit den besten Dissertationen auseinandersetzt, die in der Gesellschaft jedes Jahr ankommen. Und, lieber Lothar Dittmar, jedes Mal, Matthias Mayer, hören wir faszinierende Neuerungen im Hinblick auf die Behandlung von Erkrankungen, die ich während meines Studiums noch gar nicht kannte. Und insofern ist das natürlich etwas, wo man sagen kann, das ist wirklicher Fortschritt. Da kann man immer wieder sehen, dass tatsächlich mit dem, was wir an Zuwachs an Wissen haben, Neuerungen konkret für die Lebenssituation von Menschen sich positiv auswirkt. Ich will Ihnen ein Beispiel nennen. Ich hatte vor 4 Wochen ein junges Mädchen, ich betreue insbesondere Kinder und Jugendliche vor und nach einer Organtransplantation medizinisch und ein 6 Jahre altes junges Mädchen mit einer Hochdosis von einem Medikament, das Sie alle kennen, Cortison, was, wie wir wissen, durchaus mit erheblichen Nebenwirkungen verbunden ist und natürlich sehr sorgevolle Eltern im Hinblick auf eine Situation, die sich ergeben hatte, nämlich ein akutes Nierenversagen, also eine Nichtfunktion sozusagen eines lebenswichtigen Organs der Niere. Und die Analyse hatte ergeben und die Vermutung, das ist jedenfalls auch relativ häufig, dass es sich um einen Infekt handelt, der dann auslöst eine Abwehrreaktion innerhalb des Organismus. Und die Kollegen, die sie geschickt haben, waren sich nicht ganz sicher, weil sie keinen wirklichen Virus, keinen wirklichen Infektionskontext finden konnten, ob es denn tatsächlich sein kann. Und eine junge Kollegin kam auf die Idee und sagte, kann es denn nicht sein, das Kind ist doch erst 6 Jahre alt, ob nicht tatsächlich vielleicht eine genetische, angeborene Störung die Ursache für dieses Syndrom sei. Interessanter Gedanke. Und wir wissen alle, die genetische Diagnostik nimmt zu, die Möglichkeiten nehmen zu. Wir haben also eine entsprechende Diagnostik gemacht mit dem Universitätsklinikum in Heidelberg gemeinsam und es stellte sich raus, das Kind hat eine angeborene Störung in einem besonderen Bereich des Blutsystems und sofort konnten wir die Cortisontherapie natürlich absetzen, weil die Cortisontherapie an dieser Stelle eher negative Auswirkungen hat und de facto den Eltern sagen, dass wenn wir das Kind transplantieren und jetzt idealtypischerweise mit dem Organ eines der Elternteile, dann wird es so sein, dass dieses Kind tatsächlich von der Krankheit geheilt ist. Und diese Möglichkeit gibt es natürlich nur, weil wir heute in der Lage sein, Gendiagnostik so durchzuführen, dass wir tatsächlich auch entsprechende Ergebnisse identifizieren. Und so könnte ich jetzt ganz viele Beispiele Ihnen nennen in der Krebsbehandlung, in der es gravierende Fortschritte gibt, gerade weil wir auf der zellulären Ebene, das heißt also auf der Ebene, wo Krebszellen entstehen, unterschiedliche Mechanismen heute untersuchen können, die uns einen Hinweis darauf geben, was tatsächlich der auslösende Mechanismus, nicht der Auslöser, das muss man differenzieren, der auslösende Mechanismus für die Krebserkrankung ist. Wir wissen leider in vielen Fällen nicht, was tatsächlich diese Zellen dazu bewegt, am Ende tatsächlich zu einer Proliferation, das heißt zu einem schnellen Wachstum zu werden und einen Tumor zu bilden. Das ist noch in vielen Fällen im Dunkeln. In manchen Kontexten weiß man es, aber in vielen nicht. Aber wir können hoffen, dass über die verschiedenen Untersuchungen in den Naturwissenschaften auch diese Fragen zusehends geklärt werden. Die Diagnose eines Mammakarzinoms, einer der häufigsten Tumoren, die wir in unserer Bevölkerung haben, der Brustkrebs. Als ich studierte in den 80er Jahren, war das mittlere Überleben mit einem Brustkrebs, mit einer Brustkrebserkrankung 7 Jahre. Heute ist das mittlere Überleben nach der Erstdiagnostik über 2 Jahrzehnte. Das heißt nicht, dass alle Frauen, die an Brustkrebs leiden, 2 Jahrzehnte damit noch weiterleben können, aber der Großteil der betroffenen Personen kann tatsächlich auf eine Perspektive schauen, sozusagen auf eine Lebensperspektive. Und insofern ist es natürlich gar keine Frage, dass der Aspekt dieses Fortschrittes sich konkret in
Lebensschicksalen widerspiegelt, die natürlich von einer solchen ersten Diagnose vollkommen in Frage gestellt werden. Und deshalb ist eben die Sorge und die Hoffnung hier eng beieinander. Wir haben sogar Impfungen heute schon gegen Krebserkrankungen. Sie alle kennen vielleicht die Impfung gegen Gebärmutterhalskrebs. Wir haben die Behandlung einer Viruserkrankung wie Hepatitis C, wo wir lange Jahre in meiner Studien- und in meiner Behandlungszeit noch bis vor kurzem keine Alternative hatten, außer einer Transplantation mit der hohen Wahrscheinlichkeit, dass nach der Lebertransplantation diese Viruserkrankung wieder neu entsteht. Jetzt gibt es Medikamente, die tatsächlich auch dieses Virus letztendlich erfolgreich bekämpfen können im Organismus. Und dann, da kommen die verschiedenen Punkte der Hamburger Horizonte zusammen, dann bin ich manchmal ein bisschen irritiert, dass wir in der Gesellschaft nicht mit großer Freude ausschließlich darüber diskutieren, sondern die Frage stellen, was kostet das alles? Können wir uns das überhaupt leisten? Ich kann gut verstehen, dass man in einem Land wie Indien, dass man auf dem afrikanischen Kontinent, dass man diese Frage natürlich stellt, weil ein Hepatitis C die Prävalenz, die Häufigkeit dieser Erkrankung da deutlich höher ist als bei uns und dass die doch wahrscheinlich so um 70 bis 100.000 Euro liegende Behandlungskosten pro Jahr für ein großes Volk wie in Indien natürlich enorme Ressourcen bedeuten würden, die aufgewendet werden müssen. Und dementsprechend muss man natürlich, und das werden Sie ja auch darüber diskutieren, ich komme nachher auch nochmal darauf zurück, aber es ist primär jedenfalls etwas, was einen schwer nachvollziehen lässt, warum wir an dieser Stelle die positiven Erfolge mehr oder weniger gewohnt sind, kleinzureden. Begonnen hat das im Jahre 1977 mit dem ersten Kostendämpfungsgesetz, was damals die sozialliberale Koalition auf den Weg gebracht hat, und zwar nicht deshalb, weil sie die Behandlung von Menschen einschränken wollten, sondern weil sie erkannten, dass mit den neuen Möglichkeiten innerhalb der Medizin, mit einer älter werdenden Gesellschaft und der stetigen Zunahme, Herr Ringe, Sie haben es gesagt, natürlich irgendwann unter Umständen die Menge dessen, was man investieren muss, immer größer und unter Umständen auch dann problematisch zu schultern sein wird. Aber ich betone das noch einmal, wir sind in einem Land und leben in einem Land, in dem das bisher jedenfalls noch keine wirklichen Ausmaße eines Problems angenommen hat. Auch wenn ich, lieber Göke, weiß, wie sehr Sie kämpfen müssen, um Ihr Budget einzuhalten und am Ende eine adäquate Bilanz auch für das Klinikum in Eppendorf, Frau Fegebank, zeigen zu können, damit sie am Ende auch mit Ihnen zufrieden ist. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich will das mal einem Beispiel verdeutlichen. Ich war bei einem Vortrag ähnlich wie hier. In einer der ersten Reihen saß eine Person, die mir irgendwie bekannt vorkam. So genau einordnen konnte ich sie nicht. Und als es dann schließlich fertig war, der Vortrag fertig war, kam er auf mich zu, gab mir die Hand. Ich habe ihm natürlich auch die Hand gegeben, weil ich auch vorgeben wollte, ich kenne sie. Ich weiß zwar nicht genau woher, aber natürlich. Und dann habe ich aber gefragt, ich sage, wissen Sie, es tut mir furchtbar leid, ich habe schon das Gefühl, wir kennen uns, aber ich weiß gar nicht, wer Sie sind. Und da sagt er, Sie kennen mich nicht mehr? Ich bin doch Ihr Fehler, Herr Professor. Oh, ich bin natürlich erschrocken, ich bin Ihr Fehler. Na, wissen Sie nicht mehr die Tuberkulose, die Sie nicht erkannt haben? Oh, ich sagte, ja, stimmt. Wir haben ja sofort das Krankheitsbild wieder völlig im Auge. Auch der Bauch war mir wieder völlig vor Augen, den ich operiert hatte. Und ich habe ihn natürlich gefragt, ich sage, Sie haben sich ja wunderbar erholt von dieser Erkrankung, die 12 Jahre zurücklag. Sie sehen ja sehr gut aus. Da sagt er, naja, wissen Sie, jetzt in meinem Alter, Beginn des 8. Lebensjahrzehnts, nachdem ich jetzt die Knieprothese links habe, vorher hatte ich ja schon die Hüftprothese links und rechts, und auch mit der Prothese der Schulter auf der linken Seite, da kann ich ja wieder Tennis spielen und das tut mir gut. So, und wenn wir das hochrechnen, in Anführungsstrichen, auf alle Menschen über 80 in der Bundesrepublik Deutschland, dann mag es tatsächlich sozusagen zu Punkten kommen, wo wir uns unter finanziellen Gesichtspunkten Gedanken machen müssten. Denn es gibt unfraglich natürlich auch noch andere Ziele, als wieder Tennis zu spielen im 8. Lebensjahrzehnt, auch wenn ich das in keiner Weise in Frage stellen will, als eine wichtige und bedeutsame Entwicklung.
Dazu kann ich vielleicht im Hinblick auf neue Erkenntnisse auch noch für die Diskussion später lassen, dass körperliche Bewegung und, jetzt wird es nämlich ein bisschen ungenauer, Ernährung ein wichtiger Teil des Beitrages zum Gesunderhalten ist. Das heißt, Medizin erweitert sich natürlich beständig. Wenn Sie heute die Nachrichten gesehen haben und den Bericht der DRK hier in Hamburg über Jugendgesundheit und die Frage, wie viel und wie häufig tatsächlich psychische Störungen innerhalb einer Klassenverband identifiziert werden können, dann merken Sie, dass relativ klar zwischen Diagnose einer schwerwiegenden Erkrankung, Verhaltensauffälligkeit, Prävention zum Beispiel durch Sport und durch Essen, dass das relativ schnell verschwimmt. Und ich glaube, wir vorsichtig sein müssen bei allem, was ich für wichtig erachte im Hinblick auf die Lebensgestaltung und was wir da auch dazu beitragen können, immer nach der gesetzlichen Absicherung durch eine Krankenkasse zu fragen, sondern ich glaube, dass diese Entwicklung deutlich dazu beiträgt, dass wir mehr auch in die eigene Verantwortung nehmen können. Ich komme allerdings auf Einschränkungen gleich nochmal zurück. Und es schwingt natürlich auch dann schon dabei die Frage mit, die relevant wird und immer relevanter geworden ist in den letzten Jahren, was ist eigentlich der konkrete Nutzen von bestimmten neuen medizinischen Erkenntnissen? Ich habe Ihnen gerade sehr eindrucksvolle Beispiele genannt, wo sofort jeder sagen würde, jawohl, das ist ein Fortschritt. Aber wenn Sie die Anzahl der neuen Medikamente auf dem Markt sich anschauen pro Jahr, der liegt weit über 1000, dann gibt es Institute mittlerweile in Deutschland, die untersuchen, was ist denn konkret die Auswirkung für die einzelne Patientengruppe. Und dann geht es manchmal um die Frage, ob das mittlere Überleben einer Gruppe von 1000 Leuten um 4 Wochen gesteigert werden konnte oder nicht. Und dann ist halt die Frage, ist das mittlere Überleben, für Einzelne mag das wichtig sein, denn tatsächlich dann ein Nutzen, den wir besonders unterstützen können und den wir dann auch für alle zugänglich machen wollen. Das ist ein wichtiger Punkt, der angesprochen worden ist. Und damit schwingt dann ja auch immer so eine Sorge mit, da komme ich, Frau Senatorin, auf Ihre Conditio Humana, da schwingt die Sorge mit, dass dieser medizinische Fortschritt, diese positive Entwicklung unter Umständen nur für eine privilegierte Gruppe innerhalb unserer Bevölkerung auf Dauer finanzierbar sein könnte. Und ein Großteil oder vielleicht jedenfalls ein nicht unerheblicher Teil von diesen Fortschritten ausgegliedert sein würde. Jetzt haben wir wieder den Vorteil, dass wir in Deutschland leben, weil ich könnte Ihnen jetzt ganz viele sozusagen globale Strukturen nennen, in denen genau diese Situation tatsächlich auch heute schon Realität ist. Aber wir haben ja ganz bewusst in diesem Land eine andere Form der Strukturierung der medizinischen Versorgung gewählt, und zwar zurückgehend, kann man durchaus den Norden positiv erwähnen, auf Otto von Bismarck, der nämlich mit der Sozialversicherung und der Etablierung der Sozialversicherung im Jahr 1883 eine Grundlage geschaffen hat, die er zwar nicht so gemeint hat, aber die am Ende dazu geworden ist, was wir heute haben. Und interessanterweise, wenn Sie in der Geschichte nachlesen, schon 1913, also kurz vor Beginn des Ersten Weltkrieges, einen Stolz im Deutschen Reich ausgelöst hat. Man war stolz darauf, dass es eine Sozialversicherung gab, dass man eine Invalidenversicherung etabliert hatte, dass es eine Altersversicherung gab, dass es eine Hinterbliebenenfürsorge gab. All diese Punkte sind sozusagen in den 30 Jahren zwischen 1883 und 1913 etabliert worden. Und man rühmte sich, dass man pro Jahr über 11 Milliarden Mark damals für die Sozialversicherung ausgegeben hat und hat natürlich, das ist geschichtlich vielleicht vernachlässigbar, aber nachvollziehbar, darauf hingewiesen, dass die Franzosen noch nicht mal ein Viertel von dem Geld für Sozialversicherung ausgeben konnten, weil es da eine solche gar nicht gab. Wir haben diesen Gedanken weiterentwickelt und heute in der Bundesrepublik Deutschland unter der Maßgabe von Solidarität und Subsidiarität eine Struktur geschaffen, in der wir von der Grundlage sozusagen unserer Organisation davon ausgehen, dass derjenige, der gesund ist, für denjenigen, der krank ist, mitfinanziert und dass derjenige, der mehr schultern kann, auch mehr schultert als derjenige, der weniger schultern kann. Das sind die Grundprinzipien unserer Sozialversicherung und da hat
die Senatorin völlig recht. Das ist eine Grundlage, eine politische Grundlage, die in vielen anderen Bereichen der Organisation unseres Gemeinwesens nicht die zentrale Bedeutung hat. Ich behaupte auch immer, dass die Funktionalität einer Demokratie ein ganzes Stück weit mit der Sozialversicherung und mit der Gesundheitsversorgung zusammenhängt. Denn warum soll ich mich mit einem Gemeinwesen identifizieren, wenn ich in existenzieller Not von den Gemeinwesen gar nichts habe? Und insofern ist natürlich diese Grundstruktur etwas Relevantes und Wichtiges und sichert ein Gut, Gesundheit, auch das hat der Ringe gesagt, ohne Gesundheit ist vieles nichts, ein konditionales Gut, über dessen Verteilung wir trotz aller wissenschaftlichen Möglichkeiten nicht wirklich etwas prospektiv sagen kann. Selbst wenn wir eine genetische Analyse von uns allen machen würden, hier heute Abend die aktuellen klinischen Daten aufnehmen würden, wie wir das in der nationalen Kohorte in der Bundesrepublik bei 200.000 Menschen über einen Zeitraum von 20 Jahren jetzt gerade tun, dann wüssten wir nicht, wer von uns unter Umständen im Jahre 2020 mit einer schwerwiegenden Erkrankung konfrontiert ist. Also diese sozusagen Prognose, dieser Blick in die Glaskugel bleibt uns verwehrt. Was wir aber wissen, und da ist dann sozusagen der Lob, die Lobeshymne auf die Sozialversicherung ein Stück weit eingetrübt, was wir wissen, ist, dass es Unterschiede in der Lebenserwartung und auch in der Möglichkeit, länger gesund zu bleiben, gibt, die womit zusammenhängen. Auch mit der Frage, ob Sie im Süden oder im Norden Deutschlands leben. Das ist nicht so wichtig, aber macht einen kleinen Unterschied in der Lebenserwartung. Ich lasse offen, in welche Richtung. Aber es gibt eindeutig eine Situation, die wir feststellen können und die mir wirklich Sorgen bereitet, und ich glaube nicht nur mir, sondern vielen anderen auch, dass diejenigen, die deutlich unter dem mittleren Einkommen, und das mittlere Jahreseinkommen, was man berechnet, liegt nicht jetzt bei 70.000 oder 80.000 Euro, sondern das mittlere Jahreseinkommen in der Bundesrepublik liegt um 40.000 Euro. Wenn sie also darunter liegen, dann ist die Wahrscheinlichkeit für Männer noch stärker als für Frauen, dass sie das 65. Lebensjahr erreichen, unter 60%. Das heißt, wir haben eine ganz klare Situation, in der die soziale sogenannte Schichtzugehörigkeit eine Auswirkung auf ihre Lebenserwartung hat. Und Epidemiologen können Ihnen das zum Beispiel für eine Stadt wie London zeigen, dass in Abhängigkeit des Ortes, an dem Sie geboren werden, heute entweder eine Lebenserwartung von 90 oder sogar über 90 Jahren besteht für Mädchen und Jungen oder unter 60 Jahren. Das heißt, wir haben eine Differenzierung, und zwar eine zunehmende Differenzierung, im europäischen Kontext sind es 15 Jahre, die deutlich machen, dass im Zusammenhang mit ihrem Leben auch ihre Lebenserwartung eine entsprechende Veränderung erfährt. Und dementsprechend müssen wir uns natürlich Gedanken machen, denn diese Ergebnisse haben nicht nur etwas zu tun mit der Zugangsmöglichkeit zur Gesundheitsversorgung, denn die gibt es in unserem Land, sondern sie haben mit anderen Faktoren etwas zu tun, die wir untersuchen und klären müssen. Wir haben zum Beispiel lange eine Forschergruppe bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft gehabt mit einer ganzen Gruppe von verschiedenen Einrichtungen, wo wir genau diesen Fragen nachgegangen sind. Vielleicht können wir später im Gespräch darauf auch noch einmal zugehen. Ein zweiter Teil, der in Hamburger Horizonten ebenfalls unter grenzenlos gesund Erwähnung findet, der bisher in unserer öffentlichen Wahrnehmung eher zurückhaltend diskutiert wird. Sie sehen, ich trage eine Brille. Diese Brille trage ich heute das erste Mal. Das ist ein Risiko, aber ich kann sie gut erkennen. Als ich beim Optiker war, kam ich gerade zurück von einer Veranstaltung in Kiel, wo ich über Kapitalmarkt, also Investitionen sozusagen in das Gesundheitswesen und die Auswirkungen auf die medizinische Versorgung ein Referat gehalten hatte. Und ich sagte zu dem Optiker, ich sage, es ist wirklich erstaunlich, das wusste ich gar nicht, wie viel Mittel sozusagen aus dem Kapitalmarkt in das deutsche Gesundheitswesen fließen. Was eigentlich, das weiß die Senatorin genau, gar nicht gehen dürfte, aber natürlich mittlerweile geht. Darauf wird in den Veranstaltungen hier eingegangen werden. Und dann sagt er, naja,
bei uns in der Stadt, die Augenarztpraxen, die gehören doch allen Herrn Dr. Hofmann. Ich sage, wie, die gehören alle Herrn Dr. Hofmann? Ja, der hat doch mittlerweile schon 11 Augenarztpraxen. Der investiert doch richtig. Ich sage jetzt mal einen Scherz, 11 Augenarztpraxen? Ja, es gibt glaube ich noch 2, die dem nicht gehören. Da ist mir deutlich geworden, dass wir offensichtlich überhaupt nicht wahrgenommen haben, mit welcher Stärke und in welcher Intensität wir mittlerweile Investitionen aus dem Kapitalmarkt, und jetzt können wir darüber diskutieren später auch, was ist eigentlich der Kapitalmarkt, in das deutsche Gesundheitswesen haben. Und es gibt eine Studie seit ein paar Tagen vom Institut für Arbeit und Technik aus Gelsenkirchen, die nochmal deutlich machen, wo das Geld herkommt, was mittlerweile in Zahnarztpraxen, in insbesondere eben Augenarztpraxen, in veterinärmedizinische Einrichtungen und so weiter fließt. Das kommt nämlich im Wesentlichen von sogenannten Private Equity Gruppierungen. Sie alle kennen ja BlackRock, das ist ja jetzt irgendwie für uns alle ein zugängliches Wort geworden, eine Institution, aber deshalb noch nicht, die wir verstanden haben. In jedem Fall ist es so, dass offensichtlich viel Geld ins deutsche Gesundheitswesen investiert wird. Und aus dieser Studie des IATs geht hervor, dass 90% der Institutionen, die im deutschen Gesundheitswesen investieren, ihren Sitz haben. Wo? Leider nicht in Hamburg, aber auch irgendwo in der, mit dem Schiff erreichbar auf den Cayman Islands. So. Also wir haben eine Veränderung, eine Situation. Als ich Medizin studiert habe, spielte das alles noch gar keine Rolle. Ich wusste noch nicht mal ehrlich gestanden, dass es private und gesetzliche Krankenversicherungen gab. Das habe ich erst gemerkt, als ich Privatassistent auf der Station wurde. Aber es hat im Prinzip niemanden interessiert, sondern wir haben alle sozusagen notwendigen Leistungen erbracht. Und die Träger waren zu 90% frei gemeinnützig oder staatlich. Heute haben wir 35% aller Krankenhäuser, die sich in den letzten Jahren schon deutlich reduziert haben, in privater Hand. Das per se ist nicht verwerflich. Das, was man aber diskutieren muss, ist, was sozusagen in privater Hand dann tatsächlich realisiert werden kann. Und Sie sind natürlich für die Bundesrepublik die Region, in der das besonders intensiv nachvollzogen werden kann, weil ihr LBK privatisiert ist und dementsprechend natürlich hier auch Veränderungen gegebenenfalls damit in Verbindung gebracht werden können. Grenzenlos gesund. Herr Ringe, Sie haben darauf hingewiesen, Klimawandel, Westnilfieber. Westnilfieber klingt irgendwie nicht so besonders attraktiv, das gebe ich zu. Mittlerweile ist auch nicht leider ein Patient, sondern wenn Sie beim Robert-Koch-Institut nachfragen, sind es mittlerweile 15 Patienten und die genauen Infektionswege sind nicht bekannt. Dennoch war es lange so, dass wir das Gefühl hatten, das, was Klimawandel bedeutet, hat mit medizinischer Versorgung relativ wenig zu tun und ist auch vor allen Dingen weit weg. Als ich kam, wurde ich gefragt, wie es mir denn ging, als ich angekommen bin mit dem Mieselregen. Ich sage Gott, in Hamburg jetzt nicht so viel mehr anders erwartet. Aber, gar keine Frage, alles, was ich in diesem Jahr über Hamburg gehört habe und im letzten, dass Sie vom Klimawandel echt profitieren. Das ist ja tolle Sommer gewesen sein. Also insofern kann man sich sagen, Klimawandel primär mal positiv. Nein, meine sehr verehrten Damen und Herren, Klimawandel ist ein gravierendes Thema, auch im Hinblick auf die Medizin. 400.000 Todesfälle gibt die Europäische Agentur für Gesundheit an durch Luftverschmutzung. UV-Bestrahlung, gar keine Frage, eindeutige Zunahme an bösartigen Hautveränderungen mit gravierenden Folgen letztendlich auch für Gesundheit und Lebenserwartung. Also wir haben hier ein Thema, das bis hin zu der Frage, wie wirkt es sich auch auf das werdende Leben aus, mittlerweile untersucht wird, schleppend untersucht wird. Und ich glaube, dass wir im Hinblick auf die Einflüsse des Klimawandels einen dieser Verschiebungen haben im Hinblick auf grenzenlos gesund. Das macht nicht Halt vor uns hier in Europa, nicht Halt vor unseren jeweiligen Haustüren. Und wir werden die Frage von Infektionserkrankungen, der Zunahme zum Beispiel von Bronchialkarzinomen, schauen Sie sich Megastädte wie Shanghai oder Peking an, da können Sie ganz klar einen Bezug herstellen. In Indien ist es nicht so gut dokumentiert wie in China. Das ist zwischen Klimabelastung und Erkrankungssituation eine erhebliche
Zusammenhang gibt, und wir werden gut daran tun, auch im Hinblick auf die Frage, wie geht es in Zukunft auch mit Forschung weiter, diesen Bereich besonders intensiv zu untersuchen. Lassen Sie mich zu einem letzten Punkt kommen, der auf dieser Tagung eine besondere Rolle spielt, grenzenlos gesund. Das ist die Digitalisierung. Es geht uns ja mittlerweile allen locker über die Lippen. Was so richtig Digitalisierung heißt, wissen wir nicht. Aber was Gesundheit und Digitalisierung heißt, das wissen wahrscheinlich viele von Ihnen. Weil ich schätze jetzt mal, dass auch in dieser Gruppe es nicht anders ist als bei mir zu Hause, wo ich immer wieder mal auf einen Kollegen stoße, oder nicht mal, sondern immer wieder auf Kollegen, Kolleginnen stoße, die sagen, Mensch, wie viele Schritte bist du denn schon gegangen heute? Ich sage, wie meinst du? Ja, ich muss noch 3000 Schritte. Ne? Also ich komme dann später nochmal wieder, aber ich muss hier nochmal eine Runde. Das ist ja unter Präventionsgesichtspunkt eigentlich sehr positiv. Die einzige Frage ist, macht mich das wirklich gesünder? Aber in jedem Fall hat uns sozusagen über die Digitalisierung, über die Informationstechnologie nochmal eine ganz andere Art von Gesundheitsverständnis erreicht, als wir ihn offensichtlich bisher transportieren konnten. Und seien es nun die Apps, seien es andere Entwicklungen wie die künstliche Intelligenz, sei es der Roboter für die Pflege, es gibt vielfältige Anwendungsmöglichkeiten. Und insofern, die Senatorin hat das gesagt, wird es natürlich auch Investitionen geben. Und auch da kann man, glaube ich, das Klinikum hier in Eppendorf besonders herausstellen, denn ich glaube, es gibt kein so gut entwickeltes, digitalisiertes Krankenhaus wie Eppendorf. Das müssen wir neidlos anerkennen. Das haben Sie hervorragend gemacht und entsprechende Anwendungen auch schon etabliert. Worauf geht das zurück? Und da komme ich auch zu dem Punkt nochmal, was am Anfang eine Rolle gespielt hat im Hinblick auf die Gendiagnostik. Aldous Huxley, manchen wird vielleicht der Roman Schöne neue Welt aus dem Jahr 1932 noch ein Begriff sein. Aldous Huxley hat sozusagen das beschrieben, vor dem wir bei aller Faszination ja auch eine gewisse Angst haben. Eigentlich, wenn man seine Kernaussage sich anschaut, müsste man keine Angst haben, denn seine Kernaussage war, dass wir in einer wunderbar stabilen Welt leben würden, wenn wir nur ausreichend medizinische Möglichkeiten nutzen und uns schematisieren. Und Digitalisierung, genetische Diagnostik und Schematisierung liegen natürlich unfraglich nicht ganz weit auseinander, aber seine Vorhersage war, es wird uns allen gut gehen, wir sind alle sicher, keiner ist mehr wirklich krank, keiner ist mehr ängstlich vor dem Tod, das ist ein anderer Zusammenhang, aber keiner ist mehr ängstlich vor dem Tod. Keiner hat mehr irgendwie Sorge davor, alt zu werden. Und das war ihm ganz besonders wichtig, keiner hat mehr Beziehungsstörungen zu Mutter und Vater. Warum Herrn Huxley das besonders wichtig war, weiß ich nicht, aber er betont es jedenfalls in seinem Roman an vielen Stellen. Das war also sozusagen seine Perspektive, dass es uns allen gut geht. Im Prinzip sozusagen der Mensch 4.0, von ihm schon vorhergesagt, Perfektionierung und Optimierung etwas, was wir zum Beispiel in der Frage des Verschwimmens von Medizin und Lebensumständen natürlich an vielen Stellen auch erleben. Ich weiß nicht, wie weit das hier sich schon mit der Frage beschäftigt hat. Die Universität wird sicher getan haben, die verschiedenen Einrichtungen hier in Hamburg. Inwieweit die Optimierung von Studienleistungen durch die Einnahme von Medikamenten etwas ist, das zu kritisieren sei oder aber Teil auch moderner medizinischer Erkenntnis ist. Umfragen in Deutschland ergeben, dass Studierende nur zu 20% oder manche 25% tatsächlich Mittel einnehmen, um ihre Leistungen zu verbessern. In den USA sind es 75%, einen gravierenden Unterschied. In der Frage, welche ethische Konflikte Studierende damit sehen, solche Medikamente einzunehmen, sagen in Deutschland immerhin 60%, so ganz in Ordnung kann das unter Umständen nicht sein. In den USA sind 90% der Meinung, wenn die Möglichkeit besteht, dann kann ich das auch machen. Warum sollte ich das nicht tun? Und diese Frage wird uns beschäftigen im Hinblick auf ganz viele Bereiche, wo tatsächlich auch
künstliche Intelligenz, auch die Nutzung von Apps oder anderen Aspekten der Digitalisierung uns zu Optimierungen motiviert, will ich es mal vorsichtig sagen, wenn nicht unter Umständen auch indoktriniert. Und ich hatte die Möglichkeit, mit dem Bundespräsidenten im letzten Jahr nach China zu fahren, und wir haben da diskutiert mit den Kolleginnen und Kollegen über eben Digitalisierung im Gesundheitswesen, und die Vorstellung war nicht, dass letztendlich die Digitalisierung eine Unterstützung zum Beispiel in der Krankheitsbegleitung darstellen sollte, sondern dass tatsächlich die entsprechenden Einrichtungen, wie zum Beispiel ein neues Smartphone, die Guidance, das heißt die Leitung für die Lebensumstände und die Lebenssituation der einzelnen Menschen übernehmen sollte und damit, jetzt sind wir wieder bei Herrn Huxley, ein Stück weit natürlich die Verantwortung dann auch übernimmt, immer im Sinne des Guten, des Verbessernden, allerdings natürlich dann doch mit einer gewissen Unsicherheit, ob diese Entwicklung tatsächlich in die richtige Richtung geht. Was, das wird diskutiert werden, natürlich sich verändert, ist die Situation, dass wir andere Beziehungen zwischen uns Menschen, aber natürlich dann auch im Gesundheitswesen zwischen Ärzten und Patienten haben, dass wir eine andere Form von Definition von Patientensicherheit gewinnen. Das kann sowohl im positiven wie allerdings auch im problematischen Sinne geschehen und dass wir unter Umständen eben ein ganz neues Verhältnis von Eigenverantwortung und Solidarität bekommen. Und wenn ich mit einer Bemerkung gerne den Abschluss einleiten möchte. Solidarität, das habe ich vorhin schon mal gesagt, ist eine der wichtigsten Kontexte, die in der Medizin Bedeutung haben. Und das meine ich jetzt nicht ökonomisch, sondern das stammt natürlich und ist ein Teil unserer kulturellen Entwicklung, dass beim armen Herzen sein, die Barmherzigkeit, ist eine ganz zentrale Größenordnung im Hinblick auf Gesundheit und Gesundung oder die Bewältigung von Krankheit und Sterben. Und wenn wir natürlich gerade im Kontext auch mit sozusagen der Informationstechnologie hier versuchen, etwas zu substituieren, was eigentlich zum Kernelement der Beziehungssituation zwischen Menschen geworden ist, dann laufen wir natürlich Gefahr, auch etwas kulturell zu verlieren, was ganz entscheidend ist für das Wohl sozusagen vieler Menschen. Das heißt nicht, und da bitte ich nicht falsch verstanden zu werden, dass ich in irgendeiner Weise Sorge vor der Digitalisierung hätte oder Sorge vor anderen Entwicklungen in der Medizin, sondern dass es sehr wohl und sehr gut zu überlegen ist, in welcher Art und Weise wir uns den Fortschritt zugute kommen lassen. Die Senatorin hat darauf hingewiesen, Herr Ringe auch, Fortschritt ist nur das, ist nicht der Erkenntnisgewinn. Fortschritt ist nur das, was bei dem Großteil von uns als Verbesserung unserer Lebensrealität auch ganz klar wahrgenommen wird. In diesem Sinne hoffe ich, dass die Hamburger Horizonte und die Grenzenlosigkeit von möglicher Entwicklung der Gesundheit Ihnen allen helfen wird, sozusagen diesen Fortschritt mitzuerleben und für sich selber nutzbar zu machen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Lieber Professor Nagel, ich würde direkt anknüpfen an so den letzten Anmerkungen, die Sie so gemacht haben im Bereich Digitalisierung, künstliche Intelligenz. Was bedeutet das für das Verhältnis Arzt-Patient? Da ist immer so ein geflogenes Wort, dass man sagt, ersetzt jetzt der Algorithmus den Arzt. Wie realistisch ist das? Also es gibt ja diese schönen Cartoons mittlerweile, wo Ärzte und Patienten zusammenkommen und der Arzt sagt, ja, also ich habe so den Eindruck nach der Diagnostik, die ich gemacht habe, dass Sie an dieser oder jener Erkrankung leiden. Und dann sagt die Patientin oder der Patient, ja, Moment mal, lass mal nachgucken, das auch stimmt. Also insofern
ist natürlich eine Gefahr da, dass die Möglichkeiten der Information, der ungefilterten Information, auch das Arzt-Patient-Verhältnis nicht unwesentlich belastet. Sie alle kennen die Situation, dass nicht mit der ersten Visitation eines Arztes, nicht mit dem ersten Krankenhausaufenthalt sich alle Probleme lösen. Und natürlich ist so die Vorstellung, da könnte es doch noch mehr als menschliche Vernunft geben, verleitend dahingehend, dass man dann denkt, okay, vielleicht muss es noch was Besseres geben als das, was wir bisher haben. Ich glaube, alles, was sich zumindest bisher zeigt, künstliche Intelligenz, ist nur mittelgradig tatsächlich im Moment anwendbar und hilfreich. Es gibt bestimmte Angebote, zum Beispiel gibt es so eine Gesundheits-App, mit der kann ich meine Symptome eingeben, und diese App mit Hilfe von künstlicher Intelligenz screent dann, welche Krankheit könnte mit diesen Symptomen zusammenhängen, und gibt mir dann einen Hinweis, soll ich zum Arzt gehen oder soll ich nicht zum Arzt gehen. Und die Vertreter oder Entwickler dieser App betonen, es sei besonders hilfreich natürlich für Menschen, die zum Beispiel keinen leichten Zugang haben zu einem Krankenhaus oder zu einer Notaufnahme, dass dann eben für sie relativ klar sei, müssen sie sich aufmachen, müssen sie sich nicht aufmachen. Es funktioniert, es ist risikobehaftet. Letztendlich glaube ich, diese Entwicklung wird weitergehen, wird die Beziehungen verändern, wird auch an der einen oder anderen Stelle vielleicht Fehler vermeiden helfen, aber es ist auf jeden Fall keine grundlegende Veränderung für das Arzt-Patient-Verhältnis. Ich denke an Algorithmen, die jetzt schon möglich machen, dass zum Beispiel Operationen der Leber sicherer funktionieren durch Algorithmen, oder auf Intensivstationen gibt es auch erste Überwachungssysteme, Softwaren, die zum Beispiel bei Schlaganfallpatienten helfen, in der Überwachung dann zu sehen, ob sich die Werte so verhindern, dass zum Beispiel andere Arzneimittel gegeben werden müssen. Das heißt, die Ergebnisse sind viel, viel präziser als das, was ein einzelner Arzt schaffen kann, und auch viel schneller. Also das sind ja Dinge, die schon sehr weit fortgeschritten sind und auch tatsächlich dem Arzt ein wenig Zeit geben, weil er weniger Zeit aufwenden muss für die Diagnostik. Das heißt, der Arzt kann da ja schon irgendwie auch andere Dinge tun. Ja, viele Kolleginnen und Kollegen würden sagen, wir haben so viel zu tun. Da ist das vielleicht hilfreich. Hier in Hamburg gab es den ersten Prognoserechner für die Intensivstation. Der sollte was aussagen? Das ist ungefähr 20 Jahre her. Der sollte berechnen, mit welcher Wahrscheinlichkeit ein Patient auf der Intensivstation überlebt. Man hat, ich glaube, nach 2 Monaten oder 3 Monaten, das weiß ich nicht mehr ganz genau, diesen Rechner abgestellt. Weil man gesagt hat, im Hinblick auf die Zuschreibung von Verantwortung muss die Frage, macht es Sinn oder macht es keinen Sinn, einen Patienten weiter zu begleiten, eine vom Menschen getroffene Entscheidung bleiben. Das darf nicht einem Algorithmus unterworfen werden. Und da sehe ich, glaube ich, das wesentliche Spannungsfeld im Hinblick auf die positiven Beispiele, die Sie gerade genannt haben, wo mir tatsächlich, nehmen wir mal einfach Labordiagnostik, die viel schneller geht, ich habe über die Gendiagnostik gesprochen, die viel differenzierter ist, das sind alles ganz positive Auswirkungen, die auf der anderen Seite immer wieder die Reflexion des Arztes und der Ärztin, der Pflegekräfte brauchen, um tatsächlich am Ende sinnvoll eingesetzt zu werden. Und dieses Spannungsfeld adäquat zu beschreiben und nicht auf der einen Seite oder auf der anderen Seite aus dem Boot zu fallen, ich glaube, das ist im Moment die Herausforderung, die wir haben. Diskutieren Sie auch darüber, was passiert, wenn Ärzte in Zusammenarbeit mit Algorithmen tätig sind und Fehler passieren? Wer haftet dann? Wer ist schuld? Das ist zum Beispiel eines der ganz wesentlichen Fragen, auch der Öffnung hin zur Online- und sozusagen computerbasierten Beratung. Ja. Auch da haben wir uns lange in Deutschland gesträubt, viel länger als in anderen Ländern, dass wir hier eine entsprechende Möglichkeit eingeräumt haben. Ich bin froh, dass der Deutsche Ärztetag das im Jahr 2018 geöffnet hat und die Möglichkeit heute tatsächlich besteht, weil man vor diesen
Entwicklungen und den deutlich besseren Übertragungsmöglichkeiten etc. nicht die Augen verschließen kann. Das ist ein Fortschritt. Und natürlich verändern sich dann die Fragen der Verantwortlichkeit, wenn ich eben einen Patienten nicht mehr bei mir in der Praxis habe, wenn ich unter Umständen durch eine technologische über einen Übertragungsfehler Dinge nicht erkannt habe oder nicht gesehen habe, dann bleibt es natürlich trotzdem in der Verantwortung derer, die hier Entscheidungen treffen und mit diesen Einschränkungen auch umzugehen und leben zu müssen. Das kann ich nicht auf das Gerät abschieben oder auch nicht auf den Hersteller. Also insofern gibt es an dieser Stelle natürlich viele, auch nachvollziehbare Ressentiments. Es hilft nur nichts, sich dann zurückzuziehen und nicht diesen Weg zu gehen. Ich glaube, wir müssen ganz proaktiv diesen Weg gehen und diese Probleme, so wie Sie sie gerade angesprochen haben, dann auch versuchen zu entscheiden mit dem Wissen, was uns ansonsten ja auch charakterisiert, dass wir in manchen Fällen nicht rein weiß und rein schwarz haben, sondern dass es Grauzonen gibt und diese Grauzonen müssen wir dann eben auch mit Leben erfüllen. Wir haben im Vorgespräch ein wenig dieses Thema schon gestriffen und ich fand es ganz interessant, dass Sie sehr positiv eigentlich, wie wir jetzt auch in dem Vortrag gehört haben, diesen ganzen Dingen eingestellt sind. Ich kenne tatsächlich viele Wissenschaftler, die da und gerade Ärzte, die da viel mehr Ängste haben, auch wenn man jetzt auf die Digitalisierung guckt. Wie würden Sie das beschreiben, dass man vernünftig damit umgeht? Also ich habe eine Kollegin, mit der war ich, die als Neurologin tätig ist und sehr erfolgreich tätig ist, die ist, glaube ich, 59 Jahre alt und hat gesagt, also pass auf, ich gehe in 2 Jahren oder in 3 Jahren in Ruhestand. Sag ich, warum gehst du jetzt in Ruhestand? Das ist überhaupt gar kein Grund. Du hast eine florierende Praxis, du hast eine ganze Reihe von Menschen, die du ausbildest. Es gibt doch gar keinen Grund. Doch, ich will nicht gezwungen werden, mit einer elektronischen Patientenakte zu arbeiten. Ich vertraue dieser Patientenakte nicht und ich werde dementsprechend diesen Weg, der mir gesetzlich vorgeschrieben sein wird, den werde ich nicht gehen, weil die Risiken und die Problemstellungen, die sich daraus ergeben, aus meiner Sicht nicht verantwortbar sind. Wir haben jetzt gerade auch Applaus gehört zu dieser Kollegin. Das heißt, es gibt durchaus die Sorge, dass diese Entwicklung gravierende Einflüsse haben kann. Ich persönlich bin nicht anderer Meinung in dem Sinne, dass ich sage, es kann keine Probleme geben. Der Umgang mit solchen Entwicklungen muss doch aber eine andere sein. Es hat mit vielen Entwicklungen Probleme gegeben. Wir haben Sorgen gehabt vor ganz wesentlichen, auch sag ich mal, umwälzenden wissenschaftlichen und lebenstechnischen Entwicklungen. Niemals wäre es gelungen, und das wäre auch im Widerspruch zur Wissenschaft, dass wir an irgendeiner Stelle die Entwicklung der Erkenntnismöglichkeit des Menschen einschränken könnten. Und ich meine, wir sind hier in einer Veranstaltung, ja, wo es die getragen wird von Institutionen, die genau das zum Ziel haben, einen verantwortlichen Umgang mit Erkenntnisgewinn. Und den muss man gestalten und ich glaube, den kann man nur dann gut gestalten, wenn man dem positiv gegenübersteht. Und durchaus nicht euphorisch und nicht ausblendend, deswegen habe ich eine ganze Reihe von Problemaspekten auch angesprochen, aber im Prinzip eben so, dass Erkenntnis, ist jedenfalls meine persönliche Überzeugung, immer auch ein Geschenk ist und mit diesem Geschenk sollten wir positiv umgehen. Das Geschenk passt auch so ein bisschen auch zu der Lobeshymne, die Sie eben auch auf die Sozialversicherung gesungen haben. Sie sagen auch immer gerne, umgekehrt, Gesundheit ist kein Menschenrecht. Die Frage ist, die ich mir dann stelle, wenn man jetzt auf die Innovationen guckt, die uns wieder immer vor neue Grenzen stellen, wie man schlau in der Gesellschaft damit umgehen kann, dass immer mehr Fortschritte jetzt dazukommen, immer mehr Behandlungsoptionen, die teils, gerade wenn ich jetzt an neue Arzneimittel denke, sehr, sehr teuer sind. Wie geht man damit sinnvoll um? Auch da muss man sich jeden Einzelfall angucken. Wir haben gerade eine Diskussion gehabt, muss ich auch ein Gutachten zu abgeben, dass es ein neues Medikament gibt, das in seltenen Erkrankungen sind ja gerade ausgezeichnet worden in Hamburg, das sich bei Kindern mit seltenen Erkrankungen anwenden lässt und was keine Krankheit heilt, aber letztendlich gerade bei einer neuromuskulären genetischen Erkrankung eine Entwicklung des Kindes möglich macht. Die Firma, die dieses Produkt
entwickelt hat. Mittlerweile gibt es zwei andere Produkte, ruft für die jährliche Behandlungskosten von 2 Millionen Euro auf. 2 Millionen Euro für ein Medikament. Da würde, oder so ging es mir jedenfalls im ersten Moment, da stockt man erstmal und denkt, das muss jetzt eine falsche Zahl sein. Denn ich bin jetzt gewohnt, mit der Transplantation auch mal mit 100.000 Euro zu diskutieren und mal zu sagen, dass eine Knochenmarktransplantation mit einem komplizierten Verlauf am Ende des Tages vielleicht auch mal 500.000 kostet. Aber dass jemand kommt und sagt, also meine Behandlung, die ich hier Ihnen anbiete, kostet per se 2 Millionen, weil die Perspektive, in Anführungsstrichen dann auch der Markt, für die Gesundung eines Kindes eigentlich keine Grenzen hat. Und ich glaube, da müssen wir eine Diskussion führen, die insbesondere meines Erachtens aus Europa kommen muss, nämlich, dass es tatsächlich im Kontext mit Gesundheit, was Gewinnerwartung angeht, Grenzen geben muss. Ich habe den Kapitalmarkt angesprochen. Und das hängt dann auch wieder mit der Art und Weise zusammen, wie wir eben unser Gesundheitswesen organisieren. Früher Bundespräsident Johannes Rau hat mal gesagt, Verantwortung im Kontext sozusagen eines freien Berufes, eines Arztes oder einer Ärztin macht sich auch dadurch, charakterisiert sich auch dadurch, dass ich jeden Euro, den ich ausgebe, reflektieren muss, weil er einem anderen Patienten, für den ich vielleicht auch Sorge trage, nicht mehr zur Verfügung steht. Das heißt also, ich habe eine andere Form von Verantwortung als nur die Fokussierung auf einen einzelnen Patienten. Ich bin auch immer dem System gegenüber verantwortlich. Wir hatten eine, ich finde, tolle Entwicklung in den 90er Jahren. Da kamen nämlich schlaue Ökonomen auf die Idee zu sagen, was ist denn eigentlich das Gesundheitswesen? Das Gesundheitswesen ist eine Form von Dienstleistung. Und dementsprechend sind alle, die diese Dienstleistung empfangen, also alle Patientinnen und Patienten, Kunden. Ja, wunderbar. Habe ich noch so gedacht, tolle Idee. Eigentlich ist es eine tolle Idee, weil es ist in Krankenhäusern, das wird manchen von Ihnen auch so gehen, Arztpraxen, ähnlich so wie bei meinem Vater. Mein Vater war begeisterter Lehrer und Schulleiter. Und der kam mittags nach Hause, hat dann erzählt, es war was Tolles und ging auch nachmittags nochmal hin. Und er sagt, das Einzige, was an dieser Schule, das ist ein toller Ort, stört, sind die Schüler. Ja, so. Und so ist das ja in Krankenhäusern hier auch. Manchmal, ja, das Einzige, was wirklich stört, sind Patienten. Kinderärzte würden sagen, sind auch die Eltern von Patienten. Das sind wirklich manchmal mühselige Situationen. Und der Kundenbegriff, der verändert ja was. Der sagt ja, da ist nicht jemand, der abhängig ist von meiner Zuwendung, sondern der sagt, da ist jemand im Mittelpunkt meines Interesses. Der Kunde ist König, diesen Satz gibt es ja. Es hat, glaube ich, 15 Jahre gedauert, bis diese Diskussion zu dem Punkt gekommen ist, zu sagen, okay, das mit dem Kundenbegriff im betriebswirtschaftlichen Sinn, das funktioniert irgendwie gar nicht so gut bei Patientinnen und Patienten. Ich will dann ein kurzes Beispiel noch sagen, wenn Sie mir erlauben. Gut, genau. Eine Freundin von mir ruft mich an, kurz vor Weihnachten, ist jetzt 5 Jahre her, Unterleibsschmerzen, mache das kurz, jedenfalls, ich habe ihr dann geraten, ins Krankenhaus zu gehen. War natürlich weit entfernt, in einer anderen Stadt. Ruft mich nach 3 Stunden wieder an und sagt, hier kann ich nicht bleiben, hier kann ich, auf keinen Fall kann ich hier bleiben. Ich sage, ja, warum kannst du denn da nicht bleiben? Wir sind alle verrückt geworden, alle verrückt geworden. Ich sage, was ist denn bloß los? Und da gib mir doch mal deinen Mann, kannst du mir... Ja, die rennen ja alle mit Weihnachtsmannmützen rum. Ja, gut. So, jeder Kunde würde dieses Krankenhaus sofort verlassen und würde dann sagen, okay, ich komme in 5 Tagen wieder. Ein Patient kann das Krankenhaus nicht verlassen, sondern der muss da bleiben und der muss jetzt in Kauf nehmen, dass die Situation ihm nicht gefällt. Das heißt, ein Patient ist kein Kunde im klassischen Sinne. Ein Patient ist ein in der Situation auf Hilfe angewiesene Person. Das heißt, er muss die Rahmenbedingungen, auch die Behandlungsmöglichkeiten, so wie sie sind, in Kauf nehmen. Und deshalb ist es mit der Kommerzialisierung eine ganz andere Situation als in allen anderen Dienstleistungsbereichen. Und es bedeutet nach meinem Dafürhalten, dass
Gewinnerwartungen, dass Investitionen, deswegen ist diese Kapitalmarktsituation so kritisch zu sehen, sich nicht realisieren können im Bedarf, was der Patient braucht, sondern in den Möglichkeiten, die ein Sozialsystem zur Verfügung stellt. Das sind grundlegend etwas anders. Insofern verbieten sich irgendwelche Erwartungshaltungen von 15% Gewinn etc. in diesem Bereich. Sie sagen, genau, Konzerne dürfen mit der Krankheit nicht beliebig viel Geld verdienen. Auf der anderen Seite sagen Sie auch, Ökonomie und Medizin sind nicht unvereinbar. Aber die Lösung, also wie soll es gehen, die habe ich jetzt noch nicht gehört. Es ist ein Unterschied zwischen Kommerzialisierung und Ökonomisierung. Die Ökonomie und das sozusagen die Wahrnehmung von ökonomischen Rahmenbedingungen im Gesundheitswesen ist was durchweg Positives. Wir haben früher nicht gewusst, wenn wir auf der Intensivstation gearbeitet haben, was wir für einen Patienten an Mitteln verbraucht haben. Ja, wir haben im Wesentlichen auf andere Dinge geschaut. Wir haben, nehmen wir mal so einen Katheter, den man legt bei Patienten, die intravenös ernährt werden müssen und die Medikamente bekommen, kostet so ein Katheter ungefähr 400 Euro. Keiner von uns hat gewusst, dass so ein Katheter 400 Euro kostet. Und wir haben den in der Nacht halt aufgemacht und wenn irgendeiner irgendwie das Gefühl hatte, da sind wir jetzt aber irgendwo gegengekommen, haben wir den in die Tonne geschmissen und haben den nächsten Katheter geholt. Und dann haben wir manchmal 3 oder 4 Katheter genutzt, weil wir überhaupt keine Wahrnehmung hatten, was wir verbrauchen. Es hat Medikamente gegeben, die sehr teuer waren, die wenig Erfolg hatten und wir haben überhaupt nicht reflektiert, ob das jetzt sinnvoll ist, außer wenn es Nebenwirkungen gab. Aber ansonsten unter ökonomischen Gesichtspunkten haben wir nichts getan. Wir haben unsere Kliniken nicht gut organisiert. All diese Dinge hat die Ökonomie, die Rationalisierung von Prozessen in das System gebracht. Und Rationalisierung kommt ja von Ratio, kommt ja sozusagen von Vernunftanwendung. Und insofern bin ich ein Verfechter der Ökonomisierung, allerdings ein absoluter Gegner der Kommerzialisierung. Das ist nämlich ein Unterschied, wenn ich mit dem, was ich da tue, Geld verdienen will, über das hinaus, was adäquat ist. Würden Sie in dem Zusammenhang die Fallpauschalen, die jetzt gerade in den Kliniken ja alles bestimmen und eigentlich ja auch stark in der Kritik sind, würden Sie die grundsätzlich verteidigen oder würden Sie sagen, es kann eigentlich nicht angehen, dass jede Krankheit so klein gehalten wird, dass gewisse Therapien gar nicht mehr gemacht werden, weil die dann eben nicht mehr lukrativ sind, weil es eben auch durch Manager gesteuert wird und nicht mehr durch Menschen, die Ahnung haben von dem, was sie tun? Das waren jetzt ganz viele Fragen und Unterstellungen in einem Satz. Ich will mal, wenn Sie ich muss mich ja beeilen, ja, weil Sie dann immer so Beispiele machen und dann, ja, führen Sie immer so weit fort. Will ich mich mal versuchen, kurz zu halten. Also, wenn Sie mich auf Fallpauschalen ansprechen, ich gehörte in die erste Arbeitsgruppe im BMG, die Fallpauschalen entwickelt hat. Insofern bin ich da ein bisschen voreingenommen. Damals für die Transplantation und für sozusagen große Leistungen. Ich habe mit denjenigen, die die Gesundheitsökonomie im Wesentlichen entwickelt haben, wie Peter Oberender und anderen, darüber diskutiert, und zwar sehr strittig diskutiert, wie ökonomische Anreizsysteme aussehen müssen, damit sie zu vernünftigen medizinischen Handlungen führen. Das, was wir nicht ausblenden sollen, denn, glaube wir alle nicht, ist, dass ökonomische Anreizsysteme funktionieren. Wenn wir ein Anreizsystem haben, dann führt das auch dazu, dass wir versuchen, dieses System zu nutzen. Das spricht nicht gegen das Anreizsystem, das spricht gegen die Art und Weise, wie wir unter Umständen damit umgehen. Und die DRGs waren eine sehr schlaue und vernünftige Entwicklung, als man sie auf bestimmte Sektoren begrenzt hatte. In der Fläche, wie wir sie heute verbreitet haben, haben sie absolute Grenzen. Deswegen, darf ich gerade einhaken, ja. Können Sie ganz kurz DRGs erklären und vielleicht auch, wie das mal gedacht war? Die DRGs sind die Fallpauschalen, von denen Sie gerade gesprochen haben. Das heißt Diagnose, zur Diagnose relative Gruppen. Das heißt also, ein Patient mit einem Bronchialkarzinom, wir haben ja vorher darüber gesprochen, ist ein Patient mit einem Bronchialkarzinom und seine Behandlung wird nach einer Fallpauschale abgerechnet, ganz unabhängig davon, das ist jetzt auch verkürzt, aber jedenfalls weitestgehend unabhängig davon, was er an besonderen individuellen Problemen mitbringt. Das gilt insbesondere für Operationen, aber auch für Medikamentengaben und so weiter. Und das haben wir zu fast 100% heute in der Finanzierung der stationären Leistung, also der Krankenhausleistung. Und als wir es eingeführt haben, das ist eigentlich ein
Australien entwickelt worden, Neuseeland angewandt worden. Als wir es eingeführt haben, da haben wir uns eben eigentlich auf die großen, komplexen Leistungen konzentriert. Und dann kam aber jemand auf die Idee und gesagt, das ist ja so ein tolles System, das können wir doch sozusagen runterbrechen bis zu jeder Blinddarmentzündung. Das war vielleicht nicht ganz so schlau. In Australien gibt es keine DRGs mehr. Ja. Ja, okay. Ich möchte noch ganz kurz ein bisschen beim Thema Geld bleiben, bevor wir noch mal vielleicht zu einer anderen Grenze springen. Das ist auch ein Bereich, in dem Sie sehr viel geforscht haben. Da geht es um das Verhältnis Gesundheit und Armut. Und Armut macht auch in Deutschland, glaube ich, kränker und auch das Leben kürzer. Ja. Wie kann das eigentlich sein in so einem Land wie dem unseren? Das wissen wir jetzt ungefähr seit 10-12 Jahren. Und die erste Reaktion, nachvollziehbare Reaktion von verantwortlichen Politikerinnen und Politikern war, schlagen Sie vor, was man machen kann. Und es gab nichts vorzuschlagen, weil wir nicht genau wissen, was die Ursachen dafür sind. Und insofern sind die Untersuchungen und die Studien, die in diesem Bereich jetzt in den letzten Jahrzehnten durchgeführt worden sind, zentral und wichtig, greifen aber über die Medizin hinaus, nämlich in die Lebenssituation von Einzelnen. Und ich habe ja vorhin schon mal gesagt, wir haben eine Entwicklung des Medizinbegriffes, der aus der konkreten pathogenetischen, das heißt also die Behandlung von Krankheiten bezogenen Kontext rausgeht, immer stärker in die Frage der Gesundheitserhaltung. Salutogenese ist das Stichwort. Und das ist eine vernünftige Entwicklung, eine sehr vernünftige Entwicklung, bedeutet aber, dass viele, ich habe über Ernährung und Bewegung gesprochen, dass viele auch aus unserem Leben heraus normale Vorgänge in Relation gesetzt werden zur Gesundheit oder zum Risiko von Krankwerden. Wir können jetzt intensiv über die Frage von Ernährung diskutieren, über den Missbrauch von Zigaretten und Alkohol und anderen Drogen. Und dann würden Sie immer Korrelationen finden können zur sozialen Schicht. Es gibt einen einzigen sozusagen nur bei oder stärker bei Wohlhabenden ausgeprägten Missbrauch. Das ist Alkoholabhängigkeit bei wohlhabenden Männern über 70. Ja, so, das ist die einzige Ausnahme. Ansonsten ist sozusagen das Risiko für Drogen oder schädliche Auswirkungen von Drogen immer korreliert mit einem geringeren sozialen Status, mit einem jüngeren Alter etc. Das allein ist aber noch kein Erklärt, das ist eine unzureichende Erklärung. Wir wissen, dass Arbeitslosigkeit krank macht. Ja, dass es sozusagen assoziiert ist mit Krankenstand, mit entsprechenden Behandlungsnotwendigkeiten. Und wenn Sie das alles addieren, dann wird da langsam ein Bild daraus, warum Menschen, die in dem sozialen Kontext sich nicht verwirklichen können und keinen Erfolg haben, eben auch ein erhebliches Mortalitäts- und Morbiditätsrisiko haben. Sie sterben nicht nur früher, sie werden früher krank und ein Teil ihres Lebens ist durch Krankheit gekennzeichnet. Nach einem Herzinfarkt erholen sie sich deutlich schlechter als eben jemand, der in einem anderen sozialen Kontext lebt. Jetzt lasse ich erstmal dabei, ich könnte jetzt noch was anderes sagen, aber das sage ich so. Ich würde gerne im Anbetracht der Zeit noch einen brutalen Sprung machen zu einer anderen Grenze, die Anfang des Jahres, Ende letzten, glaube ich, überschritten wurde, wo die ersten genmanipulierten Babys geboren wurden, Nana und Lulu. Der chinesische Forscher hat gesagt, er hat das gemacht, weil er mittels Gentechnik sie vor AIDS schützt. Es gab Forderungen vieler Forscher und Experten, das so nicht zu machen und nicht voranzuschreiten. Ein Moratorium wurde festgelegt, eben derartige Manipulationen erstmal nicht weiter zu verfolgen, bis die Technik nicht besser erforscht ist. Es dauerte aber nicht lange, wo ein russischer Forscher dann schon wieder erklärt hat, er will was Ähnliches versuchen, um Menschen vor Taubheit zu heilen. Es scheint also, dass ethische Aspekte zu diskutieren und auch international zu verankern in diesem Bereich sehr wichtig sind, auch um eigentlich wahrscheinlich der allgemeinen Bevölkerung auch zu helfen und keine Ängste vor diesen ganzen Techniken zu entwickeln.
Wie kann dies gelingen? Das ist eine ganz schwierige Frage. Wie kann Wissenschaft tatsächlich verantwortlich vorangetrieben werden? Das ist ja sozusagen der Rahmen, in dem wir uns jetzt bewegen. Als diese Publikation oder das, die Veröffentlichung dieses Experimentes in China im Dezember 2018 stattgefunden hat, waren wir eben gerade auf dieser Reise mit dem Bundespräsidenten und es war total interessant zu sehen, dass an der Science Foundation in Peking auf unsere Frage, was hat das für Konsequenzen für die Versorgung, für die Forschung, einen solchen Tabubruch, man uns geantwortet hat, von wem reden Sie eigentlich? Und dann haben wir gesagt, naja, entschuldigen Sie, wir haben doch da gerade in den Medien mitbekommen, also dieses Subjekt, was Sie da meinen. Also der wurde dermaßen sozusagen runtergefahren als ein vollkommen verirrter und geistig kranker Wissenschaftler, dass die offizielle chinesische Politik sich total bekannt hat zu den internationalen Vereinbarungen, gesagt, wenn das jemand macht, und offensichtlich hat er es gemacht auf lokaler Ebene, in Anführungsstrichen, mit lokalen Genehmigungen, die in Peking nicht bekannt waren. Also man hat das sofort runtergefahren, was mich bestärkt, dass internationale Vereinbarungen natürlich einen Wert haben. Und wenn wir zum Beispiel von einem Moratorium reden, wenn wir bestimmte Grenzen haben, auf die wir uns international einigen können, dann ist das ein funktionables Mittel, was nicht verhindert. Deswegen habe ich vorhin davon gesprochen, dass man Erkenntnis am Ende nicht eingrenzen wird können, das nicht verhindert, dass einzelne Personen sich auch ein Stück weit meinen, profilieren zu müssen mit Grenzüberschreitungen. Was man einmal gedacht hat, kann nicht mehr zurückgenommen werden. Deswegen heißt es trotzdem nicht, dass man es machen muss. Also ich glaube, Verantwortung ist eine ganz wesentliche Grundlage von Forschung. Ausbildung von jungen Menschen zur Verantwortung und zur Verantwortungsübernahme ist ein ganz wesentlicher Teil unserer Kultur. Und ich bin auch nicht so fatalistisch, dass ich sage, das wird sowieso dann irgendjemand machen. Und es gibt ja dann immer wieder diese Diskussion irgendwo in der Wüste, in Nevadas, da wird es schon ein Labor geben, wo ganz furchtbare Dinge passieren. Das ist ja nicht wahr. Das ist sozusagen eine Fiktion und wir sollten das auch als Fiktion bestehen lassen. Es ändert nichts daran, dass wir uns zusammensetzen müssen, dass wir Grenzen definieren müssen, zum Beispiel der Eingriff an der Keimbahn oder aber auch das Einbringen von genetischem Material aus dem tierischen Evolutionskontext in den menschlichen genetischen Bereich. Das sind Grenzen, die müssen eingehalten werden, weil wir ansonsten unkontrollierbare Entwicklungen haben. Und das will am Ende des Tages doch auch keiner dieser Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Also und das, was bei solchen Verabredungen nur wirkt, sind Sanktionen. Das heißt, es muss auch eine Konsequenz haben, wenn es eben Personen gibt, die sich gegen solche internationalen Vereinbarungen stellen, dann muss es Konsequenzen für die Personen haben. Und dann bin ich mir zumindest sicher, oder dann erhoffe ich mir zumindest, dass eine Balance entsteht zwischen Verantwortungsübernahme und den Möglichkeiten, eben auch auf sinnvolle Weise Grenzen zu verschieben. Wir haben es in Deutschland ja gezeigt. Wir haben mit der Stammzellforschung in Deutschland gezeigt, dass wir auf der einen Seite sehr restriktiv sein können, durchaus restriktiver als andere Länder, und auf der anderen Seite Forschung bahnen können. Die adulte Stammzellforschung, also die Forschung mit Zellen von uns selbst, in der gleichen Art und Weise, wie man sie von Kindern, werdenden Kindern gewinnen konnte, ist heute die viel erfolgreichere Technologie als das, was wir damals gemeinhin für unabdingbar hielten, weil es in Israel und in den USA praktiziert wurde. Also insofern können wir natürlich dazu beitragen, gerade mit so einer reflektiven Grundhaltung und gerade auch mit Grenzen, die wir selber setzen, dass sich die Dinge positiv entwickeln. Eine Frage dazu noch. Sie haben ja gerade auch in Ihrer langjährigen Tätigkeit für den Ethikrat mit großen Themen zu tun gehabt und es sind ja auch große Entscheidungen, die dann zu treffen sind. Ich würde mal gerne das persönlich von Ihnen wissen. Also wie macht man das, also wenn man diese Dinge entscheidet und also auch wie fühlt sich das an, weil man weiß, dass es doch eigentlich dann auch Dinge sind, die man da entscheidet, die wirklich eine unheimliche Tragweite haben. Also ich glaube, dass eine ganz wesentliche Grundvoraussetzung ausreichende Bescheidenheit ist, nicht zu glauben, dass man
sage ich mal, für eine Gesellschaft wirklich Entscheidungen treffen kann. Man kann nur aufzeigen, in welche Richtung eine Entscheidung gehen sollte. Das ist der erste Punkt. Das zweite ist, dass man natürlich ein eigenes Wertegerüst braucht, was man auch offen machen sollte. Es ist ganz wichtig, dass diejenigen, die von einem einen Ratschlag hören, wissen, wes Geistes Kind ist der, der mich berät. Und natürlich gibt es zum Beispiel, nehmen wir mal das, die Frage des Menschenbildes, in Abhängigkeit meiner eigenen Wertvorstellungen andere Antworten, als es vielleicht ein Agnostiker, also jemand, der an bestimmte Elemente innerhalb der menschlichen Entwicklung nicht glaubt oder nicht davon überzeugt ist, eine Antwort geben würde. Das heißt, es ist wichtig, dass Menschen, die meine Antwort lesen oder sie hören, eine Vorstellung haben von dem, was ich denke, worauf ich baue. Und dann braucht es eine Konsistenz. Es gibt ja manchmal auch unattraktive Empfehlungen, die man gibt. Auch davon sollte man dann nicht zurückschicken. Haben Sie auch schon mal total daneben gelegen? Ehrlich. Also, ich habe ja schon von meinem Fehler berichtet in der Tuberkulosebehandlung. Und selbstverständlich ist es ja eines der Charakteristika von uns Menschen. Kommen wir wieder auf den Algorithmus zurück und auf die künstliche Intelligenz. Eines der Charakteristika von uns Menschen, dass wir Fehler machen. Und man darf immer in Hoffnung sein, dass man reflektiert genug bleibt, diese Fehler auch selber anzuerkennen. Manchmal sieht man sie nicht, manchmal muss darauf hingewiesen werden. Aber ich glaube, es gehört eher zu meinem Alltag, Fehler zu machen, als dass das eine seltene Situation ist. Vielen Dank. Bitte schön. Ich muss sagen, vielen Dank. Ich muss sagen, wir haben es, glaube ich, nicht geschafft, wirklich alles zu klären. Wir haben es eigentlich noch weiter aufgemacht, das Feld, fürchte ich, und haben sicherlich spannende Dinge beleuchtet, aber wahrscheinlich sind im Publikum noch viele Fragen. Und ich würde Sie bitten, am besten kurz aufzustehen, also anzuzeigen, und ich würde dann versuchen, Sie gerecht dranzunehmen, sobald ich das sehe. Ich sehe ganz hinten links ist eine Frage. Die Dame steht auch schon dort. Dankeschön. Ja, das war ein sehr umfassender Vortrag. Vielen Dank, Professor Nagel. Ich wollte auf den Punkt zurückkommen, dass Menschen aus bestimmten Bevölkerungsschichten weniger lang leben und höchstwahrscheinlich auch kränker leben, solange sie leben. Und dazu einfach ein Ergebnis aus einem Experiment zur Kenntnis geben. MINCOM, da wurde in den 70er Jahren in Kanada 5 Jahre lang ein bedingungsloses Grundeinkommen ausgezahlt. Die Gesundheitskosten sanken in diesem Zeitraum um 8,9%. Das war vor allem darauf zurückzuführen, dass psychische Erkrankungen, Arbeitsunfälle und interessanterweise auch die Folgen von häuslicher Gewalt stark zurückgingen. Eventuell eine Richtung, in die man denken könnte. Das nehmen wir als Kommentar. Nehmen wir hin, ja. Genau. Da links ist eine Frage. Vielen Dank, Jochen Maas aus Frankfurt. Zunächst mal ganz herzlichen Dank für die hervorragenden Gedanken, die Sie gebracht haben, Herr Nagel. Ich habe eine Frage, und zwar zu einem Punkt, den Sie ganz am Ende besprochen hatten und der auch kurz angesprochen wurde in der Diskussion, Angst. Angst hat ja jetzt einen gewissen evolutionsbiologischen Vorteil. Manchmal ist es einfach besser wegzulaufen, als stehen zu bleiben. Aber es gibt im internationalen Kontext eine Steigerung von Angst, und die heißt German Angst. Und ich sehe selber, wenn ich Vorträge halte über Genomeditierung in USA,
wird danach fast immer darüber diskutiert, welche Erkrankungen kann ich damit heilen, welche seltenen Erkrankungen kann ich damit heilen. Und wenn ich den seltenen Vortrag in Deutschland halte, wird danach darüber diskutiert, kann ich damit blauäugige, intelligentere Babys tatsächlich produzieren. Und am Ende, beides geht. Ich kann Krankheiten heilen, ich kann Merkmale verändern, exakt mit derselben Technologie. Die Frage an Sie wäre, was kann ich denn tun, um die deutsche Öffentlichkeit, die deutsche Gesellschaft ein kleines bisschen optimistischer zu machen? Auch einmal das Glas von der Wissenschaft her halb voll zu sehen und nicht immer halb leer. Verstehen Sie mich nicht falsch, ich will keine blinde Wissenschaftsgläubigkeit oder blinde Fortschrittsgläubigkeit wie in den USA, und ich will schon gleich gar nicht die Situation von China, die ethisch sehr bedenklich ist. Aber wenn wir einen gemeinschaftlichen, gesellschaftlichen Konsens wollen, dann darf eins nicht der Ratgeber sein, und das ist Angst. Also ich hoffe ja, dass ich keine Angst vermittelt habe, sondern eben auch positiv die Entwicklungen dargestellt habe. Ich weiß auch gar nicht, ob wir tatsächlich noch in dieser Verfassung sind, auch in den neuen Generationen, dass wir diesen Begriff German Angst, der sich ja mittlerweile sozusagen weltweit durchgesetzt hat, so konnotiert stehen lassen können. Ich glaube schon, dass wir das Land der Dichter und Denker stärker zur Reflexion neigen als vielleicht andere Kulturen. Das ist aber ein positiver Aspekt, den würde ich also keineswegs missen wollen. Aber wenn Sie die letzten Umfragen zur Zufriedenheit und den Glücklichkeitsindex in Deutschland sehen, dann kann man feststellen, das hat mich wirklich gewundert, dass wir im Moment, wenn ich es richtig sehe, in manchen Regionen, insbesondere im Norden, die glücklichsten Europäerinnen und Europäer sind. So, das muss doch irgendwo eine Veränderung sein, die auch nachvollziehbar, jetzt mal historisch gesehen, in die Generation, die heute herangewachsen ist und die heute auch Verantwortung langsam übernimmt, dass die von einem Trauma ein Stück weit eine Distanz entwickelt hat, die diese Gesellschaft geprägt hat. Zwei Weltkriege, Millionen von Toten, unvorstellbares Leid, gepaart mit vollkommen unvorstellbaren Verbrechen, können eine Gesellschaft nicht in Anführungsstrichen kalt lassen. Das heißt, dass sozusagen eine Schocksituation sich, wir reden ja jetzt in Ihrem Bereich wahrscheinlich von Epigenetik, dass es sozusagen Teil letztendlich auch unserer Kultur war und immer noch ist, das kann man nicht ausblenden, sollte man vielleicht nicht ausblenden, vielleicht haben wir es nicht ausreichend genug untersucht und thematisiert, aber ich habe den Eindruck, auch gerade wenn ich auf die jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gucke, dass sich das lichtet. Wie gesagt, wir sollten nicht auf die Reflexionsfähigkeit und die etwas zögerlichen Antworten dann rekrutieren, aber den Angstbegriff, da gebe ich Ihnen völlig recht, das ist etwas, was uns charakterisiert hat, auch meine Generation noch charakterisiert, und das halte ich allerdings auch für unabdingbar, dass das so ist. Es hat uns ja Gott sei Dank nicht dazu geführt, dass wir weniger geforscht haben oder weniger intensiv Dinge vorangetrieben haben. Also insofern habe ich einen positiven Ausblick darauf, das ist etwas, was sich mit den jeweiligen Generationen verändern wird. Was wir nicht brauchen, ist eine Fortschrittsgläubigkeit, wie wir sie an manchen Orten sehen, die getrieben ist von einer einseitigen Rationalität. Was meine ich damit? Wir leben ja in einer sozusagen ganz stark von der Ökonomie geprägten Rationalität. Und der Ringer hat vorhin gesagt, die Wissenschaft kommuniziert heute schon auf anderen Wegen. Wenn Sie medizinische Studien heute die ersten Ergebnisse lesen wollen, dann lesen Sie nicht mehr im New England Journal of Medicine, sondern dann lesen Sie im Handelsblatt. Ja, und das ist eine Entwicklung, die ist sehr bedenklich, weil da haben diese Ergebnisse erstmal nichts zu suchen. Das heißt, wir brauchen wirklich diese Öffnung zur Reflexion auf den verschiedenen Ebenen, dann wird aus Wissenszuwachs auch eine positive Entwicklung und der von uns hier thematisierte Fortschritt. Wenn wir es verengen,
wie das durchaus in manchen Kontexten der Fall ist, dann sind wir auf dem falschen Weg. Ich muss die Gelegenheit nutzen und doch noch auch eine eigene Frage loswerden, weil es irgendwie jetzt gefühlt noch dazu passt. Und zwar würde ich Sie gerne noch nach Ihrer Einschätzung fragen, in Blick auf die, ich sage jetzt mal, auf die Expertinnenkrise. Also dass es immer mehr Bereiche gibt auf der anderen Seite, wo Menschen in Deutschland auch Dinge anzweifeln. Also Beispiel wäre Impfen, wo es immer mehr Leute gibt, die sagen, ach, das brauche ich doch gar nicht. Wie geht man mit sowas besser um? Weil mein Gefühl ist, dass jetzt unbedingt eine Impfpflicht zu verorten nicht der richtige Weg ist, weil es eigentlich viel bessere Möglichkeiten gibt, die Menschen zu überzeugen, dass das gut ist, zu impfen. Wir haben ja vor 3 Jahren intensiv über eine Impfpflicht diskutiert und der damalige Gesundheitsminister hat Abstand davon genommen, weil er wahrscheinlich in der gleichen Art und Weise wie Sie argumentiert hat und gesagt, Pflicht ist negativ für Erkenntnis und Einsicht. Ja, und je stärker man Menschen verpflichtet, desto weniger sehen sie ein, warum sie Dinge tun. Und gerade bei dem Impfen braucht man ja eine Reflexion. Welches sind die Orte, in denen Impfgegner besonders häufig vorkommen? Das ist jetzt nicht der Norden, sondern das sind einige Universitätsstädte, Tübingen, Freiburg, Heidelberg. Da haben Sie überproportional viele Impfgegner. Da können Sie davon ausgehen, dass das keine Menschen sind, die sich mit dem Thema nicht auseinandergesetzt haben, sondern dann gibt es sozusagen so eine Klientel und eine Gruppenvorstellung, dass man eben sagt, ja, das könnte doch was passieren und jenes könnte etwas passieren, da könnte was passieren. Und da haben wir ein Problem. Ein Problem, Herr Ringer hat es auch schon angesprochen, ein Problem, dass die eigentliche Aussage zum Beispiel empirischer Forschung, das, was man belasten kann durch Erkenntnis, weil man es gesehen hat, weil man es nachvollzogen hat, auf einmal einer Argumentation gegenübersteht, die rein fiktional ist. Und derjenige, der diese Fiktion vertreten will, vertritt sie mit der gleichen Nachhaltigkeit und der gleichen Pointiertheit, wie das, was wir in unserer Form von Erkenntnisgewinn tatsächlich erkannt haben. Und dass man dann keine Unterscheidung mehr treffen kann, macht es schwierig und zunehmend schwierig. Und es ist sicher eine Entwicklung unserer Informationsgesellschaft, dass wir immer schwerer unterscheiden können, was ist tatsächlich richtige Erkenntnis, nachvollziehbar, reproduzierbar und was ist einfach mal ein ins Wasser geworfener Stein. Und dann kann es sein, dass Sie zu einer Situation kommen, wo Sie auf einmal wieder Vorschriften machen müssen. Impfpflicht ist ja nicht neu in Deutschland, haben wir ja in 60er Jahren auch schon gehabt, weil sie, und das ist eine Aufgabe dann des Staates, auch Kinder schützen müssen, ja, davor, dass sie unter Umständen lebensgefährlich erkranken. Also insofern, da haben wir ein richtiges Problem, dass Expertinnen eben auf einmal nicht mehr in dem Sinne wahrgenommen und gehört werden. Und es gibt ja leider Menschen, die dazu beitragen und die in hohen Verantwortungspositionen stehen, dass Wissenschaft diskreditiert wird. Und damit haben wir alle zu kämpfen, keine Frage. So, ich werde es nie wieder tun, mich dazwischen zu drängeln. Es gibt noch so viele Fragen. Das war mir gerade nur ein Anliegen. Vielen Dank. Hier vorne rechts ist eine Frage. Guten Abend. Ich bin Béranger Boutel, SLDP-Parteivorsitzende. Meine multikulturelle linksliberal-demokratische Partei setzt sich zum Beispiel für die Globalisierung der Gesundheit, das heißt, dass das Thema Gesundheit als Grundrecht anerkannt wird und dass der Staat dieses Thema auch Gesundheit auch als Grundrecht anerkennt und im Grundgesetz, also im Katalog der Grundrechte hinzufügt. Wenn man die politische heutige Realität heute betrachtet, auch die Zweiklassenmedizin und die Tatsache, dass der Staat zum Beispiel sich weigert, die Gesundheitskosten auch bei älteren Menschen, die jetzt den Jahrgang auch 80 Jahre alt erreicht haben, wird auch nur die Notfälle oder werden nur die Notfälle auch übernommen. Ansonsten lässt der Staat anscheinend auch durch diese lückenhaften und defizitären Medizinsystem sozusagen auch die älteren Menschen sterben. Ich finde das skandalös. Also ich bin der Meinung, die Krankenkassen sollten die Gesundheitskosten auch bis zum Ende des Lebens jeder Mensch auch übernehmen. Und was ich auch darüber hinaus sprechen möchte, ist auch das Thema
Viele Pharmakonzerne, also viele ärztliche Verbände auch, haben die Kapazitäten, auch die Menschen komplett auch zu versorgen. Wollen sie aus kapitalistischen Gründen oder aus Kapitalisierungsgründen nicht machen, das heißt, die Medizin wird zunehmend leider kapitalisiert. Entschuldigung, was ist Ihre Frage? Es ist keine Frage, es ist eine Ergänzung. Also, was würden Sie denn als Forscher sozusagen übernehmen? Nehmen Sie selbst zum Beispiel Kassenpatient oder haben Sie auch im Rahmen Ihrer Jahrgang auch Kassenpatient genommen? Sind Sie komplett gegen die Gentechnik, weil die Kumria-Gentechnik rettet sehr, sehr viele Menschen? Es wird auch in der USA... Ich kann ja Nagel versuchen, das zu beantworten gerade. Genau, es sind noch viele Fragen da, vielleicht in 10 Sekunden, machen Sie einen 10 Punkt. Sekunde. Also, genau. Was machen Sie gegen die Kapitalisierung der Medizin? Dankeschön. Okay. Also ich glaube, ich habe deutlich gemacht, dass ich Ökonomie für eine wichtige und auch tragfähige Struktur in unserer Gesellschaft erachte, dass ich gegen die Kommerzialisierung in der Medizin erhebliche Bedenken habe. Ich sehe, dass es unterschiedliche Versorgungskontexte gibt, aber ich sehe keine Zweiklassenmedizin. Da werde ich nicht selten für angefeindet, dass ich das behaupte, aber ich kann aus meiner eigenen Versorgung von Patientinnen und Patienten das nicht ableiten. Ich weiß, viele niedergelassene Kolleginnen und Kollegen haben da andere Erfahrungen. Ich sehe auch, dass sich die Dinge in eine nicht unbedingt nur positive Richtung entwickeln. Aber nach meinem Dafürhalten gibt es im Moment in Deutschland niemanden, der bei medizinischer Notwendigkeit keine adäquate Versorgung bekommt. Das heißt nicht, dass alle wünschenswerten und alle vielleicht tatsächlich auch sinnvollen Maßnahmen ergriffen werden, aber die notwendigen Maßnahmen werden ergriffen. Und das, glaube ich, ist ein Wert, den wir haben und der in vielen anderen Ländern nicht vorhanden ist. Wenn Sie ein bisschen den Wahlkampf in England verfolgen, dann können Sie sozusagen viele der Themen, die Sie angesprochen haben, da in der Diskussion nachvollziehen. Da hinten, relativ weit links. Ja, mein Name ist Ingrid Schneider von der Uni Hamburg hier. Ich würde gerne nochmal auf das von Herrn Ringer angesprochene Verhältnis zwischen Wissenschaft und Gesellschaft eingehen wollen. Und zwar am Beispiel der Genomeditierung. Wir haben ja eine doch relativ schnelle Entwicklung. Das Ganze ist 2012 erst entwickelt worden, aber wir haben die ersten Babys, die schon geboren wurden. Und es gab ja eine Stellungnahme der Leopoldina, die sich zunächst für ein Moratorium ausgesprochen hat zur Keimbahntherapie an Menschen, an menschlichen Embryonen. Und nachdem sich aber die Wissenschaftlergemeinde in den USA in einer Konferenz in Washington nicht zu einem solchen Moratorium durchringen konnte, gab es auch von 7 Leopoldina-Mitgliedern auf Leopoldina-Briefkopf ein Abrücken von dieser Moratoriumsforderung. Und es gibt auch eine Arbeitsgruppe, die sich sehr stark für der Leopoldina für eine Aufweichung des Embryonenschutzgesetzes für verbrauchende Embryonenforschung ausgesprochen hat. Und da wäre für mich schon die Frage, wie weit Mediziner und Juristen dort als unabhängige, neutrale Experten eigentlich agieren oder doch auch sehr stark als Lobbygruppe für eine bestimmte Form von Fortschritt, die vielleicht von der Gesellschaft nicht unbedingt geteilt wird. Also wie wäre Ihre Antwort, müsste man nicht viel mehr plurale Diskussion in der Gesellschaft voranbringen, als solche teilweise sich als neutrale Wissenschaft gebende Gruppen, die aber doch, glaube ich, oft sehr strategisch agieren? Okay. Also ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt im Hinblick auf Expertenkommissionen ist, dass Expertenkommissionen in diesem Land nichts entscheiden. Expertenkommissionen machen Vorschläge. Der nationale oder auch deutsche Ethikrat hat nicht als Aufgabe, im Hinblick auf eine Konfliktsituation in den Biowissenschaften eine Entscheidung zu treffen, sondern er hat als Aufgabe aufzuzeigen, das gilt für die Leopoldina genauso, aufzuzeigen, welche Antwortmöglichkeiten im Hinblick auf einen besonderen Sachverhalt vorliegen, das möglichst so aufzuarbeiten, dass es nachvollziehbar ist, nicht nur für Experten, sondern für die Allgemeinheit, das ist der Auftrag. Entscheiden
tun in unserer repräsentativen Demokratie dann die von uns gewählten Vertreterinnen und Vertreter im Deutschen Bundestag. Und das ist auch richtig so. Und die sind einem unterworfen, das ist ihrem Gewissen. Also insofern, glaube ich, haben wir die bestmögliche Form von Entscheidungsfindung, die mit allen fehlerhaften Entscheidungen natürlich auch einhergeht, die wir respektieren und akzeptieren sollten. Ich glaube, dass es eine Verkennung menschlicher Realität ist, zu glauben, man wird immer die richtige Entscheidung treffen. Das wird nicht der Fall sein, gerade dann, wenn es komplex ist. Also insofern, ja, da kann es Gruppen geben, die besondere Ziele haben, auch mit der Art und Weise, wie sie Dinge darstellen. Aber das heißt nicht, dass sich dann ein Deutscher Bundestag in diese Richtung entscheiden muss. Eine letzte Frage, hinten links. Marc Hasse vom Hamburger Abendblatt. Erlauben Sie mir nochmal auf den Einfluss, den zunehmenden Einfluss privater Investoren zu kommen, den Sie angesprochen haben. Was folgt denn jetzt daraus? Wen sehen Sie in der Pflicht, an dieser Entwicklung etwas zu ändern? Kann, muss die Politik handeln? Müssen Praxisinhaber widerstehen, wenn sie lukrative Angebote bekommen? Kann man an der Entwicklung gar nichts tun? Wie geht das weiter? Also diese Möglichkeit ist ja erst eröffnet. Ich musste mich auch tatsächlich erst belesen durch eine Veränderung der Gesetzgebung im Jahre 2015. Vorher gab es die Möglichkeit gar nicht im ambulanten Bereich zu investieren, weil es einen Vorbehalt sozusagen einer ärztlichen Leistung gab und gleichzeitig ein medizinisches Versorgungszentrum mehrere Fachgebiete zusammenfassen musste. Man hat 2015 eigentlich unter der Maßgabe, das war die Zielrichtung von einigen Interessengruppen, zu sagen, das muss unter ärztlicher Leitung bleiben, aber es kann sozusagen eine singuläre Fachrichtung vertreten, einen gravierenden Fehler gemacht, nämlich dahingehend, dass jetzt ein Arzt und eine Ärztin entscheiden kann, ob der Kassenarztsitz verkauft werden kann oder nicht. Das ging vorher nicht, auch als medizinisches Versorgungszentrum. Und insofern glaube ich, um das jetzt gar nicht hier in extenso zu beantworten, es braucht erstmal eine Wahrnehmung dieser Problematik, da sind wir jetzt gerade dabei. Es braucht zwingend die Einschaltung der Kartellämter im Hinblick auf die Frage, in bestimmten Regionen gibt es tatsächlich schon Cluster von entsprechenden Einrichtungen, die eine objektive Versorgung gefährden. Und dann braucht es eine gesetzliche Initiative, um diese Entwicklung zu stoppen. Und warum sage ich das so dezidiert? Ein wichtiger Punkt im Hinblick auf unser Gesundheitswesen ist Freiheit. Was meine ich mit Freiheit? Freiheit eines Patienten oder einer Patientin, sich einen Arzt oder eine Ärztin auszusuchen. Da komme ich zurück auf das, was ich von Beziehung und von menschlicher Beziehung als Therapeutikum gesagt habe. Freiheit auch letztendlich eines Arztes im Kontext eines freien Berufes, das heißt nicht weisungsgebunden, für eine Patientin oder einen Patienten einzutreten, ist ein wichtiges Grundelement unserer medizinischen Versorgung. Das, was wir hier gerade an Entwicklung erleben, wird das unmöglich machen. Und dementsprechend ist tatsächlich hier eine Gefährdung unserer Institutionen vorhanden. Und jetzt gilt es, das mal aufzuarbeiten und dann entsprechende Gesetze auf den Weg zu bringen, damit wir das wieder rückgängig machen. Wir sind allerdings, das muss man dann auch wieder anerkennen, nicht wirklich gut präpariert gewesen, weil in England, in den Niederlanden, in Frankreich, in den skandinavischen Ländern ist das alles schon sehr viel weiter fortgeschritten als bei uns. Ich glaube, wir haben ein wenig überzogen. Ich habe dummerweise meine Uhr zu Hause vergessen. Deswegen war ich so ein bisschen auch auf Handzeichen der Kollegen angewiesen. Und ich glaube, ich habe es nicht immer richtig interpretiert. Ich danke Ihnen sehr für die Aufmerksamkeit. Ich fand, es war ein super spannender Abend. Und wenn wir eins gezeigt haben, dass es sehr viele Grenzen gibt und wir werden noch lange damit zu tun haben, wann und ob wir diese überschreiten wollen oder nicht. Allen, die morgen auch teilnehmen, wünsche ich einen wunderbaren Konferenztag und ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Dankeschön. Dankeschön.